Hallo Leute. Das wäre eine zweite Mama. Ja, ne? Warte, ich spüre es. Moment. Boah, ich plane nie wieder ein Event über YouTube. Das ist ja richtig komisch. Ich check das. Jetzt funktioniert es. Jetzt sehe ich auch, wie viele Leute wir sind. Wir sind schon 200 Zuschauer fast. Oha. In diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem neuen Live Mysteries an der Stelle. Heute wird spannend, hoffentlich. Jetzt geht's, oder? Ja, jetzt ist es. Also seht ihr mich, Leute? Hört ihr mich? Ich war gerade schon einmal live, aber irgendwie habe ich da mit niemandem gesprochen. Richtig komisch, was mein Handy da schon wieder gemacht hat. Aber, Leute, die FPS-Anzahl ist stable. Ich habe hier gutes Internet. Also sollte heute alles funktionieren. Ich bin sehr gespannt. Seht ihr mich? Ja, okay, jetzt klappt's. Ey, Leute, wie geht's? So, Berkant ist auch mit dabei. Hallo, Berkant. Wir haben noch ein bisschen Unterstützung mitgebracht. Nämlich, die Person kennt ihr auch schon. Nämlich die gute Saskia. Mit Saskia war ich ja zusammen in einer verlassenen U-Verlagerung. Und Saskia hat uns heute auch die Location hier rausgesucht. Denn wir sind hier heute bei einer verlassenen Schlossruine. Du kannst gleich, würde ich sagen, noch ein bisschen mehr dazu sagen. Ja, und wir haben hier Kamerasupport mitgebracht, nämlich Lea. Sie wird das Ganze nämlich filmen, weil ansonsten laufe ich immer mit der Selfie-Kamera rum und die Qualität ist da nicht die beste, gerade im Dunkeln. Also Leute, und natürlich unser letzter Spezialgast hier, die Tasche mit dem ganzen paranormalen Zeug, die wir hier bis hier in den Wald schleppen mussten, beziehungsweise Berkant. Die ist wirklich richtig schwer, da haben wir so viele Sachen drin, von einem Ouija-Brett bis zu einem EMF, zwei EMFs, nee, oder? Ja. Doch, EVP. Leute, wir wollen heute einiges machen. Wir sind jetzt gerade in dem Wald, den diese Schlossruine umgibt. Und ich würde sagen, komm, wir fangen direkt mal an. Saskia. Ja. Du hast uns hier die Location rausgesucht. Du kannst auch gerne dein Spickzettel rausholen. Besser ist. Sie hat nämlich einiges über den Ort recherchieren können. Und hier soll es natürlich auch spuken. Schon in dem Wald und bei der Schlossruine selber. Vielleicht willst du uns ja mal ein bisschen was über die Geschichte erzählen. Auf zu lachen. Die beiden lachen sich hier schon kaputt. Ja, oh mein Gott. Ich bin nun mal nicht mehr die Jüngste, ne? Okay. So sollte das also, jetzt. Also ich versuche, so frei wie möglich. Ich glaube, die Zuschauer, die sind locker. Die Lehrerbrille ist ja schon auf. Warte, so. So, hört, hört gut zu, Schüler und Schülerinnen. Also, diese Burgruine, also nein, gar nicht wahr. Das ist ja später erst eine Ruine. Also, die Burg wurde um 1240 erbaut. Heißt also schon relativ alt, wurde allerdings 48 Jahre nach dem Bau schon wieder zerstört. Und zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren kaum noch Spuren, also überirdisch zu sehen. Das war irgendwie dann komplett, guck ich überhaupt in die Kamera? Du guckst in die Kamera, alles gut. Ich weiß nicht, wo ich hingucken soll. Also es ist alles zerstört worden eigentlich, oder das meiste. Ja, genau. Und also bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts konnte man von der Ruine also eigentlich auch gar nichts mehr sehen, weil die halt unterirdisch war und wurde halt erst dann zwischen 1927 und 1933 bei Ausgrabungen wieder freigelegt und nabbend. Sind nett hier die Leute. So, und, nicht hallo zurückgesagt, Leute. Das heißt richtig unangenehm. Vielleicht hat er es auch nicht gehört. Ich glaube, der hat Musik in den Ohren gehabt. So, und jetzt kommen wir da eigentlich auch schon so ein bisschen so in die Richtung über die Legende, die man hier sagt. Also der Vater des Erbauers wurde 1226 wegen der Tötung eines Kölner Erzbischofs Engelbert von Berg hingerichtet. Und die Burg wurde dann im Jahr 1244 als Bastion im Kampf gegen die märkischen Grafen und als Gefängnis genutzt. Und ab Februar 1248 diente die Burg als Verwaltungssitz und militärischer Stützpunkt des Kölner Erzstifts. Und ab 1288 wurde sich eigentlich nicht mehr um diese Burg gekümmert und wurde dann quasi dem Verfall überlassen.
Und die Legende sagt halt einfach, dass halt seit der Hinrichtung des Friedrich von Isenberg, hieß der gute Mann, hier halt an die Burg quasi übergeben. Nee, also der soll als Strafe an den Mord des Erzbischofs, soll der halt quasi hier an diese Burg gebunden sein. Also sein Geist, seine Seele. Ach so, ja, okay. Und seine Seele soll halt erst Frieden finden, wenn ja, der letzte Stein nicht mehr steht. Das tut er leider nicht, denn hier steht noch ein bisschen was rum. Werdet ihr gleich auch sehen. Und dann gibt es halt noch eine Legende von einem Ritter, der hier halt Nacht für Nacht auch als Waldgeist, deswegen sind wir auch gerade noch in einem Wald, umherreiten soll, um seine Schätze zu beschützen. Und soll tatsächlich, hier soll auch irgendwo noch eine Gruft sein. Die müssen wir gleich mal gucken, ob wir die finden. Und da soll er dann halt so in seiner Vorfahren, geht schon los. Ich habe auch gerade da was rechts neben mir gehört. Ja, jetzt mal, ja, wahrscheinlich. Hallo, guten Abend. Hallo. Gehen Sie ruhig. ja, also bei der an der Gruft soll er halt dann knien und man soll ihn dann klagen und weinen hören. Berghand. Tut mir leid, der Berghand, der stört hier den ganzen, ne? Das nein. Ich bin so der Unruhestift in der richtig. Klasse, der immer lacht und so. Ich ja, ist ehrlich so. Mehr. Ruhe oder auf den letzte billigen Reihe, Plätzen. Ne? Du bist die letzte Reihe. Und dann alles voller Sonnenblumenkerne, ne? Weil man da... Haben die überhaupt alles verstanden? Habt ihr alles verstanden, Leute? Also generell, wenn ihr Fragen habt, einfach in den Chat rein, dann versuchen wir die zu beantworten. hier jetzt einmal eine Bewertung reinschreiben von, also in Schulnoten, ne? In Schulnoten einmal eine Bewertung, wie sie abgeschnitten hat. 3 minus. Mach's doch selber besser. Ja. Nee, ich fand die eine Stelle, wo sie gegrüßt hat und der nicht zurückgegrüßt hat, gibt noch einen Minuspunkt. Also 4 genau. Plus. Okay. Guck mal, 1 plus schreiben alle. Oh, wirklich. Danke. Schreiben wirklich alle. Ist Wingelschweinchen da? Noch nicht gesehen, Wingelschweinchen. Lass dich mal. Ansonsten stabiler Bizeps ist am Start. Ja, auf jeden Fall. Weiß Bescheid. Oha, oha, Kribbe wird gebannt. Kribbe hat geschrieben 2 minus. Oh. Eieiei. Ja. Nein, Spaß, Kribbe. Alles das gut. Tut mir leid. Ja, okay, das war auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Man hört wirklich die ganzen paar Geräusche, aber es werden wahrscheinlich Tiere sein. Jetzt werden wir auch mal so langsam die Taschenlampen anmachen, würde ich sagen. Oh, ja, mein Bart. Ich ja. Hab 2 mit. Und wenn du möchtest, dann kannst du jetzt die Kameraführung übernehmen. Oh, noch mehr. Hast du eine Harnberger? So. Ja, wir müssen doch so einen für mich dabei, oder nicht? Ich hab, warte mal. Nein, das 2. war meine. Ich hab 2 Scheiße. Mit. Hast du? Du hast 2 mit? Ja, natürlich. Perfekt, dann haben wir genau 4. Saskia denkt an alles. Da habe ich schon Kooperation mit Oleid gehabt und dann noch nicht mal genug Taschenlampen. Mann. Warte mal. Die Mutti hat doch immer alles mit. Saskia hat wirklich immer alles mit. Das ist ehrlich. Unnormal. Nee, warte mal, das ist ein Stativ. Stativ. Ja, Müsli-Riegel, warte. Boah, jetzt hab ich Lust auf den Riegel. Ich hoffe, ich habe die eingepackt, verdammt. Warte. Das einzige Problem hier ist, Leute, es ist halt ein öffentlicher Ort. Also, es ist kein Lost Place, so wie wir ihn kennen. Es ist halt ein Lost Place, aber ein öffentlich zugänglicher. Das bringt natürlich einige Probleme mit sich. Also, es bringt Vor- und Nachteile mit sich. Vorteil, wir brauchen keine Angst zu haben, erwischt zu werden. Wir können alle unsere Untersuchungen so lange machen, wie wir wollen. Und es ist alles cool. Nachteil ist natürlich, man hat es gerade schon gemerkt. Nee, du musst auf den grünen Knopf. Na, ich weiß, ich grüße dich, Robin Ma. Nachteil ist natürlich, man hat es gerade schon gemerkt, hier kommen vielleicht auch mal Spaziergänger vorbei. Vielleicht andere Leute, die sich auch die Schlossruine anschauen wollen. Und ja, das führt eben dazu, dass wir dann eben da ein bisschen, ja, dass ihr vielleicht hier und da mal andere Leute sehen werdet oder hören werdet. Da hinten zum Beispiel ist noch irgendwie eine andere, das sah ein bisschen aus wie so ein neues Schloss, was gebaut wurde oder so ein, keine Ahnung. Und da ist irgendwie, das sah aus, als hätten die eine Hochzeit gehabt. Also auch wenn man Musik im Hintergrund hört, liegt es daran, dass da hier in der Nähe Zivilisation ist. Sagen wir es mal so. Kennen wir gar nicht. Kennen wir gar du nicht. Du hast eine Spende Zivil. Übersehen, aber ich weiß gar nicht, wo die hier angezeigt wird. Zeig ich dir. Einfach im Chat, glaube ich sogar, oder? Oder oben. Moment. So, ich hoffe, die hat noch genug Saft. Scheiße, Leute, ich weiß nicht, wie man sich denn die Spenden anzeigen lässt. Ah! Mir geht es gut. Und dir, euch? Ich habe echt eine Spende übersehen, weil normalerweise ja, wird die... Ja, von
warte. Du hast meine Spende übersehen. Lost Place TV oder TV. Echt? Okay, ich weiß jetzt auch nicht, wie viel du gespendet hast, aber so oder so. Ich danke dir auf jeden Fall für die Spende. Wirklich, vielen lieben Dank. Ich hab's jetzt, irgendwie funktioniert die Eventlist nicht richtig, sonst könnten wir uns das immer anzeigen lassen. Ich glaube, hier ist irgendwas Großes unterwegs. Irgendwas hat da richtig. Fühl mal rein. Richtig gepoltert. Jetzt kommt da so ein Bigfoot aus dem Wald. Geht schon los, Leute, es geht schon los. Vielleicht ist das ja der Waldgeist, der Ritter. Hallo? Ist da jemand? Tapfer, Kerlchen. Tapferes Kerlchen. Heute gehen wir der Sache richtig auf den Grund. Wenn wir irgendwas hören, ich renne da direkt hin. Ist mir egal. Ja. Konfrontationsmethode. Ja. Berghahn, der Unruhige, er ist angespannt. Berghahn ist angespannt? Wie bist du angespannt? Wie bin ich angespannt? Hä? Nein, also nee. Man merkt schon, du spannst an. Wir gehen weiter. Okay, ist die Frage. Wollen wir hier vielleicht einfach mal mit etwas anfangen? Schreibt mal in den Chat, ob ihr wollt, dass wir in den Wald anfangen und dann vielleicht Richtung Schloss gehen. Wäre vielleicht eine coole Idee, oder? Wenn man hier so Gerätschaften auspackt. Vorschlag wäre, also was man, glaube ich, ganz gut machen kann, ist, wenn wir jetzt eh noch ein Stück laufen. Da kommt wieder was. hast du Kopfhörer mit für dein EDP-Gerät? Ich weiß sonst nicht, ob man wegen Kamera, ob man das sieht. Deswegen leuchte ich immer so ein bisschen auf mich drauf. Vielleicht die EVP-Geräte rausholen und einfach mal Fragen in den Raum, Wald stellen. Einer stellt Fragen, ein anderer hört. Okay, komm. Also ich habe ja auch eins mit, dann können zwei Fragen und zwei hören. Also das muss ja nicht heißen, dass auf beide EVP-Geräte was kommt. Hm. Bei EVP ist generell die Sache, das kann man immer erst im Nachhinein auswerten, ne? Du kannst aber auch Glück haben, dass du tatsächlich vor Ort was hörst. Okay. Deswegen ja die Kopfhörer. Mhm. Na, Bench. Hallo. Na, Abend. Hallo. Pass auf, dann gehen wir mal da hinten hin. Hier ist so eine schöne Stelle, die kann man sich vielleicht ein bisschen sehen. Spende. Madaling. Ich sag das einfach. Boah, ich kann das nicht aussprechen hier. Was hast du wieder ausgesprochen? Ist das? Kribbe? Du, den Kribbe? Ja. Kribbe. 2 ja. Euro von Kribbe. 2 Euro, ich danke dir. Werdet ihr da übernachten? Nein, wir werden heute nicht hier übernachten, zum Glück. Ich gehe mal davon aus, dass der Kribbe heißt. Wir werden hier eine paranormale Untersuchung machen. Also. Und Margot, mein Danke für die Urban Explorer. Okay, was? Mitgliedschaft oder so, keine Ahnung, was das ist. Okay, Mitgliedschaft. Okay, dann an der Stelle. Du musst auch wissen, wie deine Mitgliedschaft heißt. Nee, du hast irgendwas, ich habe das gar nicht verstanden, was du vorgelesen hast, schon gut. Ich weiß selber nicht mal, was da steht. Vielen Dank dafür. Okay, lass uns auf jeden Fall mal die Tasche auf den Boden und dann gucken. Ja, läufst du jetzt ein Stück. Ja, das ist jetzt die Frage. Guck mal, da sind so Baumstämme, da kann man uns doch bestimmt mal hinsetzen. Okay, ab nach oben da. Ja, schön in den Wald. Also. Das dürfen Dangerous. Wir eigentlich nicht. Eigentlich dürfen wir das nicht. Ja, ist so eigentlich auch immer ein, ey, da steht extra ein Schild, bitte nicht von den Wegen abkommen. Ja, das ist doch nicht spannend, oder? Ist dangerous. Ja, das macht man aber nicht wegen den schönen Tierchen, die hier leben. Das ist aber nicht wegen den Tierchen, die hier leben, sondern wegen den Steinbrüchen. Ja, und? Und auch für die Tiere. Haben die wenigstens ihre Ruhe, die du jetzt zerstörst. Ja, danke. Bitte. Ich kann leider nicht die ganze Zeit auf diesen Chat eingehen. Soll ich mich zuerst draufsetzen, wenn das nicht hält, dann... Boah, nee, Moment. Das sieht schon eklig aus, deswegen. Ja. Oh, nee. Da sind krabbeln Tiere rein. Natürlich krabbeln da Tiere rein. Oh. Ja, und dicke Tiere. So. Ihr seid auch dicke Tiere, geht mal weg. Oh Mann. Mein Gott, so, hält mich aus, also... Alles easy, okay. Also, wir fangen an. Nein, Berghand hat keine Freundin. Leute, jede 10 Minuten musst du das sagen. Berghand hat schon ein Tier in den Haaren. Echt? Das war nur ein Fliegeviech. Da, ja, jetzt ist es. Ha? Ich glaube, da werden heute noch ein paar mehr kommen, wenn wir hier so im Wald rumleuchten. Aber. Ja, ich denke auch. Ich habe auch noch Kopfplatten. Eine Frage an den Chat: Wisst ihr, ob Zecken nachtaktiv sind? Ja. Ja? Wir waren gestern nachts unterwegs, ich hatte einen Zecken. Oh nee.
Echt? Ja. Ich habe immer Zecken, wenn ich unterwegs bin. Also ich packe jetzt einfach mal das EMF aus. Schau. Und das und EVP, ne? Also ich würde sagen, ich höre, weil du meinst, du kannst eh nie was verstehen da. Ja. Ist so, Leon versteht nie was. Ja, ich verstehe wirklich nie was. Okay, ich schalte jetzt einfach mal so random das EMF ein. Natürlich ist das jetzt ein bisschen verfälscht, dadurch, dass mein Handy mit dem Internet verbunden sein muss. Aber normalerweise, solange keine Nachricht reinkommt, sollte das nicht aufblinken. Und selbst wenn eine Nachricht reinkommt, würde es nur einmal kurz und dann wahrscheinlich nicht mehr, wenn überhaupt. Also normalerweise dürfte das kein Problem sein. Ihr müsst nur darauf achten, dass ihr auch eure Handys alle auf jeden Fall aus. Ja, warte. Halt nicht mehr. Ja, es hat schon ein bisschen aus. Ja, Moment, ich frei. Mach mal. Ja, ich mache auch mal Flugmodus. Danke für deine Mitgliedschaft, Jesse. Danke, Jesse. Sehr nett. Flugmodus. Dann müsst ihr nicht unterbrechen. Einmal für den Chat Flugmodus. Genau. Wie ihr seht, ist aus. Ja, warte, dann. Oh, dann muss ich auch. Saskia, wegen dir müssten wir das jetzt alle zeigen. Oh. Mann. Ja, ich will ja da. Nicht, dass es heißt. Leute, Flugmodus. Ja, alles wegen mir. Oh Mann. Ist ja wieder klar, ne? Hast du mich nicht als Hintergrund gehabt, nackt? Hab das jetzt wieder gesehen? Er ist extra in den Einstellungen gegangen. Ja, ich hab extra Einstellungen gesehen, damit man Hintergrund nicht sieht. Ah. Ich dann auch mal, wenn wir im Wald sind. Mich ein. Nee, mich nicht. Mich stechen hier eh nicht. Also. Wird der Stream für alle verfügbar sein? Auf Wiedersehen. Ich fang dich. Schatz? Der Stream wird für alle im Nachhinein auch verfügbar sein. Ist doch egal. Das Ding, also das schlägt halt wirklich aus, ne? Haben wir alle Handy auf Flugmodus? Mhm. Ja. Hat's ausgeschlagen wieder? Also es schlägt immer mal wieder aus, tatsächlich. Obwohl aber wir mitten im Wald sind. Soll ich mal meins auch mal anmachen? Ja, aber kann das vielleicht in deinem Handy jetzt liegen? Ja, das kann halt sein, aber eigentlich von nicht. Der Reihe, nee, eigentlich von also der Reihe, halt also eigentlich nicht. Ne? Du siehst ja auch, wenn eine Nachricht reinkommt bei meinem Handy. Also mein schlägt aber auch gerade aus. Also hat ausgeschlagen. Und Leons schlägt nicht aus. Dann müsste das ja auch ausschlagen. Hm. Das ist schon komisch irgendwie. Ja, aber jetzt schlägt meins auch aus. Ja, weil Leon ein bisschen näher mit dem Handy dran ja, gekommen ist. Komm mal, vielleicht, wenn ich jetzt hier hingehe. Geh mal nah. Und ich muss ein bisschen filmen. Ja, dann schlägt das. Ja, dann schlägt's auch synchron aus. Ja, okay. Das macht auch Sinn. Ja, guck, wenn ich mehr hier bin, dann eher Saskias. Ja. Da müssen wir auf jeden Fall weit genug weg sein mit dem Handy. Ja, aber ist ja. Also, wenn also sie man sieht's ja blinken. Ja, aber so, wenn ich jetzt so bleibe, dann schlägt es ja nicht aus. Aber die beiden machen jetzt nichts. Nee. Also, wenn wir so von der Entfernung sind, dürfte es eigentlich keinen Einfluss nehmen. Ah, guck, aber siehst du, meins blinkt jetzt wieder. Du darfst nur nicht so mit der Taschenlampe da leuchten. Sorry. Alles gut. Siehst du? Also eigentlich komisch, oder? Das ist wirklich ein bisschen weird. Hm. Okay. Was? Ich weiß nicht. Käfer. Was? Achso. Ich dachte, du meinst den Käfer da. Wo? Da unten irgendwo. Du hast da hingeleuchtet, deswegen. Ich weiß gar nicht, wovor ich mehr Angst habe. Vor Käfern oder vor Geistern? Willst du Zickenspray haben? Nein, alles gut. Ich brauche Zickenspray. Das brauchen wir ab jetzt mal, wenn wir unterwegs sind. Sexspray? Hast du dein Ausrede? 5 Euro von Michelle. Ich habe eine Augenbinde mit. Perfekt. 5 Euro, oha. Ja. Ich danke dir, Michelle. Mega cool. Ja, geil. Sexspielzeug schon da. Ich habe tatsächlich auch eine mitgenommen. Ja? Ja. Okay, also, pass auf. Das Problem ist hier an diesem Baumstamm. Hier können immer nur zwei sitzen. Und ich so. Kann auch soll ich da hochgehen. Aber ich will nicht ganz alleine da oben sitzen. Ich kann Angst. Auch da hochgehen. Ja, aber ist das so hoch? Auch leer fürs Film. Ich wo muss ich denn Stück bleiben? Bei dem, der zuhört oder bei dem, der fragt? Bei dem, der zuhört, ne? Oder? Ist ja eigentlich egal. Ja, es ist egal, glaube ich. Ich meine, müsste man nicht eh beides hören? Also ja, deswegen, ja. Was eigentlich Sinn macht, ist, wenn wir Papier und Stift hätten. Weil dann kann ich halt immer aufschreiben, was ich höre. So, generell jetzt, ne? Aber... Ich glaube, das wird ja auch schon, der Chat wird das ja auch schon dann, wenn was passend kommt, okay. Bemerken. Ja, stimmt schon. Also, ich habe. Also, ich weiß jetzt gerade nicht, ob wir einander vorbeireden, aber der Chat wird das nicht hören. Das wird ja über Kopfhörer gehört, damit wir es ja hören. Ja, aber wir sagen es doch laut dann, oder nicht? Ja, dann ja. Ja, okay. Deswegen. So haben wir das letztens gemacht. Weil sonst müssten wir jetzt immer Aufnahme machen. Also nicht 3-4 Minuten warten und dann die Aufnahme abspielen. Aber meistens ist es so, dass man das besser hört, wenn man Kopfhörer auf hat. Ja, das stimmt. Okay.
Und so könnte man das jetzt einfach so laufen lassen, in der Hoffnung, dass man tatsächlich während des Gesprächs live irgendwas hört. Mhm. Außer jetzt die Musik da im Hintergrund. Ja. Okay. Hat das wieder ausgestanden? Ja. Ja? Ich meine, ja, gerade. Es schlägt immer mal wieder aus. Ich mache mal ein bisschen Platz, damit man das auch sehen kann. Hast du deins aus? Ich lege meins direkt, nee, ist nicht aus. Schau mal die ganze Zeit, dass man hinten immer irgendwas sieht. Angeblich irgendwelche Augen. Leute, das aber die schreiben das immer. Ja, deswegen glaube ich ja langsam nicht mehr. Aber doch, wirklich. Aber denkt, stellt euch mal vor, weniger Drogen, Leute. Irgendwann machen die keine Witze, stellt euch mal vor. Und keiner glaubt es, ne? Aber ja, ich kann auch noch ein Stück rutschen, wenn du hier noch in die Mitte willst, dann geht Berghand auch. Oder du setzt dich zu Berghand. Das Problem ich glaub, ist halt. Warte, ich glaube, ich setze mich zu Berghand, weil dann kann ich so runterfilmen, oder? Ja, komm, dann. Macht doch mehr Sinn. Okay. Und was mache ich dann da? Du weißt nicht, was du machst. Nimmst du das. Schon wieder. Ich werde wieder vernachlässigt. Ja. Aber gut, aber ich glaube, jetzt. Aber auch nur jetzt ist, okay, let's go, also guys. Nicht. Geht mal hoch da und dann. Oh, ey. Ich habe voll die bepackten Hände. Ohne Scheiß, ich hätte eine Stirnlampe mitnehmen sollen. Ne? Ich habe 3 Stück mit. Nervt mich schon. So, ich muss erst mal gucken. Sollen wir denn da hoch? Ja, ich. Au, scheiße, jetzt hab ich mich gepiekst. Ja, ich glaube, das ist ja wirklich. Das ist, glaube ich, nicht so eine geile Idee. Weil das ist zu hoch eigentlich. Hier ist so richtig steil. Lass ein Stück nach unten. Da kann man jetzt komme ich hier aber nicht mehr runter. Auf dem Boden. Ich glaube, ist doch nicht so schlimm, oder? Warte mal. Gerade hast du uns als Mimosen beleidigt hier. Ja, jetzt habe ich aber keine Handtücher mit fürs Auto. Ach so. Ah, egal. Ja, musst du halt wieder sauber machen. Selbst schuld. Oh, Moment, sag mal, ich nehme meine ganzen Kladderadatsch hier. Geht? Ja, ja. So mit 1000 Sachen in der Hand ist schon anders, ne? Ja, ja, ich weiß. Ein bisschen Moos und so, hier ist halt nicht so feucht. Hier könnte man sich auch hinsetzen, weißt du? Ja, dann. So? Wenn die Ärsche gleich weg sind, dann sind wir eingebrochen. Okay, dann ich setze mich hier hin, weil dann kann sich da noch jemand hinsetzen. Ja, dann. Ja, und wir? Wir werden immer ausgeschlossen. Wir werden immer ausgeschlossen. Nee, guck mal, nee, da ist nämlich auch noch ein Platz. Guck mal. Yay. Ist doch gut, oder? Ich gehe nie wieder hoch. Ja, und was soll ich denn jetzt hier? Dich hinsetzen. Und warte mal, was soll ich denn jetzt genau filmen? Was ist denn jetzt euer Plan? Ja, einfach nur, pass auf. Hast du die Kassierer raus gerne? Ja, ja. Also. Hier sind die EMF-Geräte. Ja. Ich weiß nicht, legt man die einfach so auf den Boden? Ich würde die vielleicht mal getrennt voneinander legen. Ja, leg die mal ein bisschen abseits. Ja, vielleicht eins hier und eins da. Hm. Ja, auch schön, dass man das Licht sieht, genau. Ja. Wieso schlägt das aus? Ja, weil er jetzt gerade da dran rumfummelt, glaube ich. Weiß ich nicht. Maybe? So, okay. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, jetzt kann man die beiden gut sehen, oder? Das ja. Ist viel schöner. Das hier ist auch viel heller. Ja, das ist echt schöner. Ich glaube, ich weiß, woran das liegt. Das sieht man auch im Video besser. Ich glaube, Leon, seins ist aus China. Nein, ist jetzt kein Witz. Also meins ist original aus den USA. Soll das eine Beleidigung sein, hä? Da hat Leon Kosten gespart. Das stimmt vielleicht. Nein, das soll jetzt, um Gottes Willen, das wird genauso funktionieren, aber... Ja, ja, das stimmt schon. Okay. Sieht man alles auf der... Du, ne? Sieht man noch die beiden Lichter? Ja, ne? Ja, das eine sieht man halt sehr schwach, ne? Ja, aber ich meine, wenn das ausschlägt, dann sieht man das schon. Ja, müsste man eigentlich. Okay, also du kannst jetzt, also nur fürs Verständnis, Leute, wir haben jetzt die 2 EMF-Geräte hier. Die haben wir die ganze Zeit eingeschaltet und gucken, ob irgendwas ausschlägt. Und Saskia hat jetzt ihr EVP-Gerät. Das ist im Grunde einfach nur ein Tonaufzeichnungsgerät und du kannst aber direkt live abhören, was das Gerät aufnimmt. Wenn ich es richtig verstanden habe, ne? Also ich würde das jetzt so vorschlagen, wenn ich was höre über die Kopfhörer. Also ich lasse das jetzt die ganze Zeit laufen. Ihr könnt dann irgendwelche Fragen stellen. Im besten Fall höre ich direkt was. Und wenn ich natürlich was direkt höre, dann lasse ich euch das einmal hören, ob ihr das auch hört. Weil manchmal kann ja sein, dass man ne, vielleicht doch irgendwie nur wenn ein Ast war. Wenn du die Kopfhörer auf hast, ne? Ja. Hörst du uns, was wir sagen? Ja, es sind keine Noise Cancelling. Okay, dann müssen wir vielleicht ein bisschen leiser sprechen oder so. Ich weiß nicht, ob... Oder... Sonst das könnte man halt auch wieder sagen, dass du einfach das so gesagt hast, ne? Nein, also das ist jetzt so, als wenn ich mit jemandem quasi telefoniere. Also ich lasse es jetzt die ganze Zeit laufen. Und ich habe jetzt gerade gesagt, wenn ich der Meinung bin, dass ich was gehört habe, dann mache ich auch Stopp. Ja. Dann höre ich mir das nochmal einmal an.
dann würde ich sagen, gebe ich euch das einmal über die Kopfhörer, ob ihr das Gleiche hört. Oder sehr gute Idee, so machen wir es. So, und wenn ihr sagt, ihr hört da auch was, dann können wir es ja einmal laut für den Chat machen, ob man es vielleicht auch so ohne Kopfhörer hört. Okay, perfekt. Dann probieren wir erstmal das. Let's go. Also, ja, warte. Das ist der Geist. Ja, das ist halt ein bisschen kacke, ne? Das ist ja auch Leute langlaufen. Ja, ja, aber ich fühle mich ein bisschen komisch. Ich fühle mich wie ein Opfer, ehrlich gesagt. Wie ein Opfer. Bergmann. Warum? Hä? So, ich hab mich schon mal erzählen, weil ich will nicht der erste Tote sein, kapiert? Dann lass mich hier hin. Dann kann ich auch, das ist eigentlich besser, dann kann ich halt auch den Bildschirm sehen. Ja, genau. Kannst du auch ein bisschen antworten hier. Hallo? Ja, die denken auch, wir sind gestört. Die schlagen die ganze Zeit aus, oder ist es bei mir? Ich muss sagen, es ist schon krass. Ich höre nicht euch über das Gerät, aber die ganzen Umgebungsgeräusche, die da jetzt gelaufen sind, das hört man so krass. Aber das ist auch krass. Irgendwie laut gewesen. Ja. Okay. Hör dir das mal an. Mit Kopfhörer. Wird die schlagen auf, ich mach mal auf. Berkan frisst Geister zum Frühstück. Da hast du recht. Die Taschenlampe ist echt cool. Jetzt. Boah, kannst du mal für mich so ein bisschen die beiden so anleuchten? Ja, kann ich gerne. So ganz leicht, damit man das. Ja, 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 okay. Also ist das gut so? Ja, genau. Dann nehme ich einfach meine. Ja, ja, ist ja geil. Aber so. Das hörst du, ne? Ja, ja, ich höre das. Okay. Man hört die Umgebungsgeräusche. Hast du jetzt was gehört? Mhm. Dann bin ich jetzt mal gespannt. Die Zeit da, ne? Also die EMFs schlagen hier auf jeden Fall aus. Was schon ein bisschen weird ist, wenn man bedenkt, dass wir mitten im Wald sind. Das ist wirklich ein bisschen komisch. Ja, das stimmt. Also das letzte Mal, dass wir das hatten, war vielleicht bei Schloss Wolfskuhl. Ich mit jetzt Marvin. Und als wir in dieser einen Villa waren. Als wir in der einen verlassenen Villa waren. Das war auch gruselig, ja. Okay, aber heißt jetzt erstmal noch nichts. So. Okay. Warum gucken wir? Wir fangen sofort an. Moment. Okay, wie machen wir das jetzt? Du stellst Fragen? Ich stelle Fragen, ja. Okay, dann gehe ich vielleicht auch ein bisschen mit Lea auf den Chat ein einfach. Mhm. Das funktioniert vielleicht ganz gut dann. Okay, also ich stelle mich vielleicht einfach erstmal vor. Ich bin Leon. Und ich bin hier zusammen mit Lea, Saskia und Berkant. Und wir würden gerne wissen, ob hier irgendetwas in diesem Wald ist. Vielleicht irgendeine Präsenz. Ist irgendetwas hier? Das linke EMF schlägt einfach die ganze Zeit aus, ne? Permanent. Ja, weiß ich auch nicht warum. Aber manchmal, wenn das höher geht, schlägt das auch aus. Verstehst du, als ob das von dieser Seite. Mhm. Könnte irgendwas im Boden sein, was das zum Ausschlagen bringt? Vielleicht auch die Taschenlampe, weil die näher ist? Ich weiß nicht, womit das zusammenhängt. Ja, ich glaube, die Taschenlampe nicht. Keine. Ich glaube, Taschenlampen haben keine Wirkung drauf. Okay. Vielleicht ist ja hier irgendwas in dem Wald, was noch die Burg bewacht, die hier steht, beziehungsweise die Ruine der Burg. Man spricht von einem Waldgeist. Stopp mal kurz. Ja, Kate, hier ist tatsächlich halt diese eine Party und das ist halt super laut. Mhm, ja, genau. Wir sind ist halt eine Hochzeit relativ, oder so. Ja, ja, wir sind eigentlich schon relativ weit weg, aber... Genau. Und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, hat sich das angehört wie ein Flüstern, aber man kann es nicht verstehen. Wie so ein... Ja, dann... Ich muss noch mal reinhören. Hör du noch mal rein? Und dann können wir ja einmal reinhören. Ja. Das Problem ist, man hört wirklich alles, also wenn ihr euch auch nur minimal bewegt, also dieses Rascheln, da muss man... Okay. So, Moment. Es geht schon gut los, Leute. Hätte ich jetzt nicht erwartet, ehrlich gesagt. Ja, ich auch nicht. Wo ist denn jetzt hier der Anknopf? Nicht doof. Muss ich aufpassen, dass ich das nicht lösche aus Versehen. Das läuft die ganze Zeit weiter. Wenn ihr übrigens auch Ideen habt im Chat oder so, was wir mal eben jetzt kurz ausprobieren sollen, so was jetzt schnell gemacht ist, so hier oben, versucht doch mal so einfach reinschreiben, dann können wir das natürlich auch probieren oder welche Fragen wir vielleicht stellen sollen. Ja, Chrissy hat gefragt, ob wir fragen können, ob jemand bei uns ist. Mhm.
Wir machen auch sofort weiter, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass jetzt so. Aber beide schlagen beide aus. Schlagen beide schlagen aus. Das ist echt creepy. Sollen wir das mal mit dem Ja und Nein probieren? Ja, warte sofort, ich werde hier attackiert. Ja, eine Motte. Aber das linke schlägt schon heftig aus. Also kurz zur Erklärung, wir haben als Idee, Leute, wir haben ja zwei EMF-Geräte, dass wir auf ein EMF-Gerät Ja schreiben und auf das andere Nein, sodass der Geist, wenn es hier einen gibt, theoretisch mit uns so kommunizieren könnte, dass er bei uns eine Ja- oder Nein-Antwort gibt. Fühlt ihr irgendwas? So, ist das, spürt ihr das als irgendwas komisch oder so? Ich fühle mich ein bisschen unwohl, aber das liegt halt so mit den Umständen zusammen. Man hört ein bisschen hier Geräusche von links. Ja. Mhm. Okay. Aber, und halt natürlich die EMS. Eine Sekunde kurz. Leise. Einmal leise. Bitte. So du meinst, oder haben wir oben weniger von der Musik gehört? Nee, warte. Ja, die irgendwie schon, ne? Aber ich glaube, wir sind halt auch weiter oben. Aufnahme immer mal für den Menschen. Haben wir gesagt, wo dieser Ort ist, Leon? Ja? Okay, dann. Kate, ja. Was denn? Kate NRW hat gerade gefragt, ob wir bei Isenburg sind. Ey, nee, warum sagt ihr das denn? Weil das vollkommen erschließlich war aus der Geschichte, die wir erzählt haben. Aber ist noch nicht schlimm. Ja, ich. Deswegen habe ich halt auch erstmal überlegt. Also wäre natürlich an sich nicht so schlimm, aber. Wenn wir jetzt so eine Größe hätten wie Montana Black oder so, dann wäre es was anderes, aber. Hör mal bitte. Okay, jetzt bin ich gespannt. Also, man hört, du sagst, glaube ich, irgendwie. Ist oder ist hier irgendwas in dem Wald und währenddessen hört sich das an wie so ein. Warte, ich mach. Sag bereit. Wenn du fertig bist? Soulseekers, das machen wir gleich auf jeden Fall. Aber Saskia hat wohl was gehört. Deswegen hört Leon jetzt auch mal rein. Jetzt ist es natürlich noch lauter. Mhm. Da sind Kanaken, ich sag's euch. Ich weiß, was du meinst, ja? Es ist sehr schwer zu hören, aber da ist wirklich. Also, ja. Ich weiß nicht, es kann ein Vogel jetzt gewesen sein. Darf ich auch mal? Ja, warte, ich muss irgendwie wieder zurückspulen. Also, es ist nichts Eindeutiges, würde ich sagen, aber es ist schon interessant. Berg, dann lass mich hier nicht allein. Ich komme sofort wieder. Wann kommt das ungefähr? Genau, wenn ich rede, eigentlich, ne? Ja, dann weiß ich, glaube ich, was ihr meint. Aber für mich jetzt ist das dann wie ein Vogel oder so. Aber ich weiß nicht. Kann sein, ja. Komm, wir machen erstmal weiter, würde ich sagen. Das hört sich aber auch Distanz an. Eindeutigeres hören. Ja, okay. Sollen wir das einmal für den Chat abspielen? Oder ich weiß nicht, ob man das überhaupt hört ohne Kopfhörer. Ja, ich glaube. Ich glaube nicht, aber. Also, es ist so ganz leise im Hintergrund, währenddessen ich halt die Frage stelle. Ich finde das immer noch krass mit den EMFs, ne? Also ja, das ist lange her, dass ich's. Das rechte schlägt ab und zu aus. Sollen wir das jetzt mal draufschreiben, ja und nein? Soweit das stärker wird, schlägt das halt auch aus. Einen Moment, warte, jemand hat gerade eine Idee gehabt. Daniela Pedi hat geschrieben, frag mal bitte, ob der Geist aus einer früheren Zeit ist. Falls ja, linkes mit ja.
falls nein, das Rechte zum Anschlag bringen. Ja, wir haben extra was mitgenommen. Was ja, das Ding ist halt jetzt bei Ja und Nein, das Linke schlägt ja schon die ganze Zeit aus. Ja, ja, dann muss eins, weiß ich nicht, dann... Ich würde eins da hinstellen vielleicht. Genau. Ich mach dann mal ist kurz. Ja hier und Nein da zum Beispiel. Wie soll ich da dann filmen? Ja, wenn du nicht alles draufkriegst, ist ja nicht schlimm, wir sehen das ja auch. Ich mach das jetzt mal einmal, die spiele ich jetzt hier ab. Vielleicht hört ihr das ja, was wir meinen. Vielleicht ist ja hier irgendwas in dem Wald, was noch die Burg bewacht, die hier steht, beziehungsweise die Ruine der Burg. Da war's. Man spricht von einem Waldgeist. Man hat's gehört. Ja? Ja. Aber ich finde das ja, für so mich hört sich das wie ein Vogel an, ehrlich gesagt. Das hört sich irgendwie so an wie so ein Pfeifen oder ein Zwitschern. So. Ja. Genau. Habt ihr es gehört? Ich weiß nicht. Habt ja, Leute, schreibt mal rein, ob ihr es gehört habt. Aber wenn ich gleich irgendwo so hinter mir gucke und dann steht da so ein Ritter, der so 2 Meter so auf mich runter irgendwie. Ich bewache hier den Wald. Sören, ja, Saskia hat Insta. Willst du dein Insta teilen, Saskia? Ja, mir egal. Ja, also, kannst du machen. Also ich weiß nicht, ich denke mal, Leute sind interessiert. Ja, ist ein ganz einfacher Instagram-Name, Saskia Funder zusammengeschrieben, alles klein. Mit ER am Ende und mit F. Okay. Okay, pass auf, dann lass uns doch deine im F. Stellen wir dann dorthin. Boah, ich muss aufstehen. Ja oder nein? Der ist ungemütlich hier. Pass auf, dann das tut richtig weh, so am Berg zu sitzen. Ne? Wir sitzen da schön geradeaus, wir müssen schräg sitzen. Ja. Ich muss dann aber gleich mal meinen Rucksack weiter nach oben stellen. Ja. Oh! Plumps. Oh, alles gut? Nee, das ist die Schwerkraft. Okay, so. Oh, ey, Leute, das ist unnormal, ne? Das ist wirklich unnormal. Wieso schlägt denn das jetzt aus? Ich weiß es, jetzt schlägt deins nicht mehr aus. Ich habe nichts an mir. Also es ist auch nicht, es ist auch nicht kaputt, weil ich habe... Das auch. Wann habe ich dir das Video geschickt? Vorgestern, ne? Gestern, vorgestern, wo ich das zu Hause gemacht habe? Mhm. Also... Das ist nicht kaputt, das Gerät. Es schlägt die ganze Zeit super. Jetzt hat es komplett aufgehört, das von Saskia. Das ist einfach von 5 auf 1. Ich habe mich im Loch gesetzt. Oh Gott. Geil. Nee, warte mal. Hier? Sieht man das noch von hier? Nee, ne? Warte, wenn ich so mache. Technical Boy beschrieben mit einem Portal, kann man. Ja, müssen wir sehen. Kannst du es ein bisschen weiter rechts? Genau so. Ja, perfekt. Mit Stöckchen. Okay. So, Technical Boy, du hast auf jeden Fall recht, aber ein Portal kostet ein bisschen Kohle, deswegen. Aber wir haben auf jeden Fall vor uns eins zu holen. Das kann man eigentlich auch selber bauen, wenn man ein bisschen... Ja, Kate, wir gehen später auf jeden Fall zu den Ruinen. Wir sind aber leider nicht Techniker. Wir wollten hier anfangen, sowas angeht, weil die Legende halt auch besagt, dass der hier im Wald ist. Der genau, Geist. Also es gibt mehrere Legenden, so wie immer. Und eine davon ist auf jeden Fall, dass hier ein Waldgeist ist, der noch sozusagen um die Burg herum, über die Burg wacht. So, und deswegen fangen wir hier im Wald an und werden dann gleich auch rübergehen zur Burg. Kurze andere Frage, soll ich trotzdem weiter EVP machen? Machen wir trotzdem weiter EVP, das fand ich ganz interessant eigentlich. Okay. Könnt ihr euch das nicht vorstellen, was hier für ein Viehzeug ist, ne? Oh, meine Hose ist richtig dreckig, aber egal. Ja. Schade, dass es hier keine Bänke gab oder so. Ja, nachher können wir uns ja auf die Mauern setzen. Ja, ja. Also ich lade euch dann morgen herzlich ein, mein Auto sauber zu machen, ne? Wir freuen uns. Scheiße, ach egal. Also meins zum Beispiel schlägt jetzt gerade bei Nein aus. Okay, hörst du? Nee, warte, ich frage mich nur, ob Lea nicht doch noch zu nah dran ist. Also... Das ist einmal komplett. Also jetzt macht's gar nichts, ne? Gut. Bin's aber auch weiter gerutscht. Das ist einmal komplett. Gut, warte. Du mach. Okay. Also erstmal hallo wieder. Wir haben jetzt die 2 EMF-Geräte so aufgestellt, dass du uns einmal mit diesem EMF ein Nein geben kannst und mit diesem EMF, mit dem schwarzen, was links von mir ist, kannst du
Ja sagen. Und deswegen würde uns interessieren, vielleicht erst einmal, ob hier überhaupt eine Präsenz anwesend ist. Ist irgendetwas hier bei uns in dem Wald? Ein Waldgeist vielleicht, der über die Burg wacht? Sind hier vielleicht auch andere Seelen, die gar nichts mit der Burgruine zu tun haben? Dankeschön, Sarah. Also ihr könnt, um mit uns zu kommunizieren, die Geräte benutzen, die wir hier haben. Einmal bei Leon, wenn ihr euch da nah dran bewegt, dann schlagen die Lämpchen aus. Das bedeutet dann Nein. Oder ihr könnt bei mir hier hinkommen, das bedeutet dann ja. Und wenn ihr euch den Geräten nähert, dann schlagen, wie gesagt, die Lämpchen aus. Oder ihr könnt mir hier auch was auf das kleine Gerät drauf sprechen. Nein. Komm, das Geräusch. Möchtet ihr, dass wir euch in Ruhe lassen, dass wir diesen Ort hier verlassen? Du auch mal aufhören, das ausschlagen zu lassen? Schwächt wieder ab. Jetzt auf langsam. Mhm. Kannst du das vielleicht noch höher zu dir legen, dass wir wirklich ausschließen können, dass es nicht... Weil das irgendwie leuchtet mir das ein bisschen zu lange. Hat es jetzt auf? Hat es gerade wieder ausgeschlagen. Kann ich das mal hier runterziehen? Nur so ein bisschen. So. Möchtet ihr oder du weiter mit uns kommunizieren? Nein, schlägt aus. Hm. Hört es wieder auf. Möchtet ihr vielleicht lieber, dass wir euch mit sie ansprechen? Gar nichts. Nein. Nein, blinkt wieder. Aber nur leicht. Könnt ihr auch einmal Ja ausschlagen lassen? Nein, blinkt minimal. Wenn ihr nicht mit uns kommunizieren möchtet, dann lasst einmal Ja ausschlagen. Dann werden wir euch in Ruhe lassen. Ich habe keine Ahnung, ist es neu Mitgliedschaft, oder? Aus Marlboro. Wie ist denn euer Name? Antonated. Marlboro, danke für deine Mitgliedschaft. Ich versuche nicht so viel zu reden. Danke für die 5 Euro, aber auch genau danke für deine 5 Euro Spende. Ulrike schreibt, geht doch mal 2 Meter weiter weg vom K2. So, glaub mir, die Reichweite ist nicht so weit. Ja, also. Man könnte mal meinen, wenn Berghahn flüstert, dann... Das ist die Präsenz, wenn Berghahn flüstert. Sehr schwierig, ne? Sehr schwierig. Hier hat jemand geschrieben, dass man vielleicht mal das Ja und Nein tauschen soll. Hab ich auch mir so gerade überlegt. Ja, das ist vielleicht eine gute Idee. Mhm. Okay.
Okay, also wir haben jetzt gerade mal Ja und Nein getauscht. Vielleicht fragen wir deswegen einfach nochmal. Geht so. Ja, alles gut. Möchtet ihr mit uns kommunizieren? Wenn ja, dann könnt ihr das Gerät rechts von mir mit Ja ausschlagen lassen. Und wenn Nein, dann könnt ihr das Gerät, welches näher an Saskia ist, mit Nein ausschlagen lassen. Ihr müsst euch nur näher an diese Geräte bewegen. Ihr braucht keine Angst zu haben. Wir sind absolut friedlich und sind nur neugierig. Sind hier Präsenzen in diesem Wald? Manche meinen, wir sollen auch das Licht ausmachen. Sollen wir einfach mal das Licht... Also und nicht reden, also... Ich habe Knicklicht damit, dann sehen wir wenigstens ein bisschen was. Ja, aber ich weiß nicht. Aber soll, ich weiß nicht, ist dann Sinn und Zweck nicht, dass das dunkel ist? Ich meine, Knicklichter sind ja auch Licht. Also ja. Leute, ihr werdet dann nur die zwei Lämpchen sehen, aber vielleicht... Perkan, bleib bei mir. Ich finde nicht. Das, ich weiß noch nicht, ob ich so Bock habe, so ganz... im Dunkeln jetzt, also ich würde sagen, ich mache die Knicklichter an, dass wir wenigstens ein bisschen Orientierung haben. Okay, mach das. Wir haben ja auch direkt Taschenlampen eigentlich, also. Ich habe ja freie Hände, also. Ja, also ich weiß nicht, das ist schon irgendwie ganz komisch, so mit dem Rücken so in den Wald reinzusitzen. Okay. Ihr habt da jemand Angst? Die Saskia kriegt Schiss. Nein. Also ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich bin ich, was sowas angeht, sehr sensibel, aber hier ist irgendwie so, ich spüre irgendwie, also es hört sich jetzt doof an, ich bin kein Medium oder so, ne? Aber hier fühle ich irgendwie so, fühle ich nicht. Hier, hier ist, weiß ich nicht. Ja. Nix. Also ich muss sagen, als wir auch einmal in der Villa waren, habe ich echt mehr Schiss gehabt. Ja. Als wir zusammen da waren. Die Villa kenne ich nämlich von Saskia, wir waren da einmal zusammen. Aber du hast auf jeden Fall recht. Ja. Vielleicht müssen wir da nochmal eine paranormale Untersuchung machen. Ich weiß. Ja, das hatten wir ja eigentlich vorgehabt, aber wir haben uns ja beide total unwohl gefühlt, ne? Ja, das stimmt. Also weiß ich nicht, ob das jetzt daran lag, dass wir. Weiß ich nicht. Back to the 90s. Hier sind so viele Viecher, Leute. Oh mein Gott! Oh mein Gott, Leute, nee! Entschuldigung! Mach das mal, oh, Schatz, ich. Hier ist so eine Riesenspinne. Oh! Ah, Leute, die macht doch nicht. Nee, jetzt kommt die auch noch zu mir, ey. Boah, nee, jetzt ist vorbei hier. Leon! Das ist der Grund, weshalb ich nicht mehr mitkomme. Nicht hier irgendwo, diese mit Tests. Die runter hier. Von meiner Tasche. Oha. Oh, die ist gleich da drin, die ist gleich. Wie geht das? Das ist die Geisterspinne. Leute, die will doch nur einmal rüber, Mann. Die haben hier mehr wissen, Angst vor der Spinne als vor Geistern. Was mir schon über den Rücken läuft, ne? Aber ist egal, solange ich das nicht sehe. Ihr seid mir welche, ey. Leute, ey. Was geht eigentlich ab im Chat? Wie viele Zuschauer haben wir? 500, glaube ich. Ja, 500 Zuschauer, Leute. 500. Ihr seid verrückt geworden. 666 sollte man schaffen. 666, also dann höre ich auf zu streamen. Dann, ja. Nein, aber wirklich richtig cool von euch, Leute. Wir wollen sowas auf jeden Fall auch öfter mal ausprobieren. Und auch öfter mal Livestreams wieder von Lost Places machen. Kommt alles, also freut euch drauf. Ich freue mich mega, dass wir so viele Leute gerade sind. Ganz viele Küsschen gehen raus. Ja, okay, ich weiß nicht, ob jeder mich küssen will, aber ihr versteht. Nee. Ich glaube, ihr wisst schon, wie ich es meine. Keiner will. Aber kein Spaß, ich fühle mich hier wohler, als wir am Möhnesee waren, weißt du? Ich fühle mich hier wohler als am Möhnesee. Also, ich würde sagen, wir probieren hier noch mal was, aber dann würde ich vielleicht gleich Richtung Burg, ne? Richtung Ruine gehen. Also hier ist... Komm, wir machen noch einmal mit Lampen aus. Ich fühle hier nichts. Ja, okay. Also meine ist aus. Nee, ist sie nicht. Okay, Leute, also ihr werdet jetzt nicht allzu viel sehen. Ihr werdet jetzt nur die zwei Lämpchen sehen von den EMF-Geräten. Ja. Vielleicht, warte mal. Ich glaube, hier ist ganz gut Position.
Ich sehe gerade leider nur den Chat und nicht, ob die Lämpchen sehen. Oh, da müsste Lea, sieht man mein EMF-Dings? Ja, ja, das sieht man richtig gut. Okay. Ja, Leon sieht man auch okay. Ja. Ja, die knicklicher den als Orientierung, wo die EMF-Geräte eins? Sind. Nein, danke. Na, brauchen wir nicht. Okay, Leute, ich rede dann auch nicht. Ich denke mal Lea auch nicht. Genau. Dann machen wir einfach gar nichts. Die beiden reden, oder beziehungsweise Leon redet. Und wir gucken, was passiert. Oder möchtest du mal reden, Berghand? Nee. Okay. Okay, Leute, also ich, wie gesagt, ich werde jetzt nicht allzu viel sehen, aber vielleicht ändert das ja was. Also. Erstmal, vielen Dank, falls hier etwas ist, dass du schon mit uns kommuniziert hast über die Geräte. Wir würden uns extremst freuen über einen Kontakt, dass du versuchst oder ihr versucht, Kontakt mit uns aufzunehmen. Wir wissen leider nicht, ob ihr mehrere seid. Wir haben hier zwei EMF-Geräte, die ausschlagen werden, sobald ihr euch diesen nähert. Deswegen, links von mir ist ein Nein und rechts von mir ist ein Ja. Ich frage einfach mal, ist hier vielleicht irgendeine Präsenz da, welche mit uns kommunizieren möchte? Ja, hat kurz aufgeblinkt. Schon wieder. Ja, da merke ich doch was. Ich mache mal ein bisschen Platz. Ihr braucht keine Angst vor uns zu haben. Ihr könnt ruhig näher kommen. Das versprechen wir wirklich. Wir sind nur neugierig. Und da habe ich doch gerade gesehen, dass Ja ein bisschen aufgeblinkt hat. Seid ihr schon lange in diesem Wald? Ja, okay. Seid ihr auch schon so lange hier im Wald, seitdem die Burg hier erbaut wurde? Ja, schlägt ein bisschen aus. Mhm. Wart ihr hier Gefangene? Hier gab es ja mal ein Gefängnis. Wenn das passiert, musst du mir das sagen. Ich sehe das ja, nicht. Schlägt aus. Auf okay. Eins aber nur. Könnt ihr das auch ein bisschen stärker ausschlagen lassen? Jetzt schlägt stärker aus. Hör auf. Mhm. Na, es schlägt stärker aus jetzt. Mhm. Okay, vielen Dank. Schlägt nicht mehr auf. Das ist krass jetzt, oder? Ganz minimal. Stören euch die Lichter, die Taschenlampen, wenn wir mit euch kommunizieren? Das interpretiere ich jetzt einfach mal als Ja. Möchtet ihr denn mit uns weiter kommunizieren? Oder stören wir euch? Stören wir euch jetzt gerade? Würde ich ja langlaufen, hier zu schätzen. Es schlägt jetzt hier aus. Das wollte ich gerade schon sagen, ne? Ey, Junge, ich würde total Schiss haben, wenn ich da unten langlaufen. Müsste man komische Geräusche machen. Wie so eine Beschwörung. Voll auf. Leon, halt's Maul. Halt auf, Mann, ich hab Angst. Stell dir mal vor, ey, wir müssen. Schau vor, die sind besoffen. Hör auf, Leon. Ich entschuldige mich für Leons Verhalten. Nein, Entschuldigung, uns alle hier. Das ist gerade ein bisschen komisch, weil jetzt Leute kommen. Saskia, ich will das retten. Jetzt ist gut. Ist das deine Taschenlampe? Ach so. Boah, was machst du?
kurz den Leuten einen Schock des Lebens gegeben. Ja, schlägt er aus, gerade auf 3. Ja, na ja. Aber ganz kurz, da wir jetzt eine kurze Pause gemacht haben, tausch doch vielleicht mal die EMF-Geräte. Dass Saskia jetzt mal hier ist. Ja. Weil ja, ich frage mich, ob das an deinem liegt oder ob das vielleicht auch an der Stelle liegt. Oder ja, so. Genau, genau, Ahnung. Genau. Das ist eine gute Idee. Einfach mal ausprobieren, weißt du? Leon verwandelt sich. Ja. Tut mir auch langsam. Also, also anscheinend ist ja irgendwas mit dir. Ja, ist auch, mit dir ist es stimmt gar nicht. Um? Nein, ich habe keine Smartwatch um. Das ist ein Paracord-Band. Was ist hier los? Generell zeig mal. Nicht mehr eben. Eh Autoschlüssel, aber nee, ne? Nee, das ist ja nur Funk, wenn ich. Das andere schlägt jetzt auch aus. Was ist denn jetzt los? Ich verstehe gar nichts mehr, ne? Jetzt habe ich Angst nur. Also wir sind hier mitten im Wald. Seid das ihr? Mach mal das Licht aus, Lea. Mach mal das Licht aus. Lea, wenn es dunkel ist. Okay. Also hier, Leute, ihr seht in meiner linken Hand. Mal überhaupt was auf der Kamera? Oder halt dich fest oder so. Was ist jetzt? Sieht man überhaupt was auf der Kamera? Die. Ja. Die also, dein sieht man halt ganz schwach, aber ich glaube, wenn es ausschlägt, sieht man das. Ja, sieht man. Es ist krass, ne? Also, es schlägt halt wirklich dauernd aus. Aber ich. Also aber das. Oh, so nee, hallo, das schlägt jetzt ganz aus. Okay. Also, ich würde. Ich würde tatsächlich vielleicht mal gucken, wie sich das verhält, wenn wir den Ort wechseln. Ob ja, würde ich auch sagen. Ja, genau. Auch sagen. Leute, pass auf. Gut, wir gehen jetzt. Moment. Ich kann nämlich nicht mehr sitzen. Ja, ja, hier wird auch sehr ungemütlich. Wir wechseln jetzt mal den Ort, weil wir... Das ist weird. Das ist wirklich weird. Das ist deins. Soll ich es angeschaltet lassen? Nee, lass es. Gut. Du Arschloch. Boah. Ja, ich nehme es gleich einfach mal in die Hand. Ich muss einfach erstmal dahin. Die Kniekichter wieder einpacken, wollen ja jeden Müll hinterlassen. Ich mach einen Herzinfarkt, ne? Für eine Sekunde. Boah, hat dir Leon nicht von dem Prank erzählt, den ich bei dem gemacht habe? Wann? Als wir in dem verlassenen Hotel waren? Nee. Ich habe so eine richtig große Fake-Gummispinne, ne? Mhm. Oh mein Gott. Und dann hat er so, bevor wir schlafen gegangen sind, Leute, das kann ich euch auch erzählen, ich hab's nicht aufgenommen, aber der hat so am Bett geguckt, ob da irgendwo Spinnen oder so sind, ne? Und dann meinte er so, nee, hier sind nicht mal Spinnen und so. So, und dann hat er sich umgedreht, hat irgendwas, ich glaube, aus seiner Tasche hast du geholt. Dann habe ich meine Fake-Spinne rausgeholt aus meiner Tasche, habe die so zwischen uns gelegt, so im Kopfbereich. Und dann habe ich so, Pauline, was ist das denn? Der hat sich so erschrocken. Junge. Also es waren Tiere, aber es hört sich creepy an. Was ist das aber für Junge, jetzt gehen wir hier runter, ja. Ne? Komm, lass mal hier schon mal runter. Aber auf jeden Fall hat er sich dann so erschrocken und ich glaube, er hat sich am Weg. Am Arm hast du dir wehgetan. Junge, ich habe überall wehgetan. Ich bin aus meinem Schlafsack rausgesprungen. Ehrlich, ich war richtig eingekuschelt. Boah, das war so lustig. Ne? Boah. Okay. Leute, die Geräusche machen mir Angst. Ich frag mich, was für ein Tier das ist, aber. Weiß ich nicht, ich habe noch nie so ein Tier gehört. Das ist krank eigentlich, ne? Man kennt einfach die Geräusche von so vielen Tieren nicht. Ja, weil die irgendwie so eine Nachtsgeräusche machen. Das wird ein Vogel sein, aber das hört sich ein bisschen an wie ein kranker Vogel. Boah. Ja, da wird jetzt hier kommunizieren die untereinander, jetzt möchte ich gehen. Ja, wir gehen mal. Sollen wir dann jetzt unten versuchen, dieses Fenster zu finden? Geht ja. Also, okay, alles mein gut. Hintern ist nass. Ja, kann sein, wenn auch. Hier ist das noch. Wie lange halten die Knicklichter? Weißt du das? Stand jetzt nicht auf der Verpackung. Okay. Das ist ein Waldkauzweibchen. Okay. Ich weiß nicht, was das ist, aber ne. Das ist meine Kim Chat oder was? Es wird so ein Vogel sein, aber. Das wäre nochmal geil, oder? Hm? Berghahn, leuchte mal schön hier. Sonst sehe ich nichts. Ich habe auch noch deine. Ah ja, die kannst du wieder nehmen. Viele haben jetzt nicht geredet, ehrlich gesagt. Was mit wem? Ich habe ja nur gesagt. Fritz Meideck habe ich einmal beim Abend. Okay.
Gehen wir zu dieser Burg hoch? Läufst du ein bisschen hinten? Ja, ich möchte nicht nach ganz Bergen. Nee, dann kommt Bergkant zu mir nach hinten. Ich laufe nicht ganz allein hinten. Okay, also. Ich habe keine Angst vor Geister, ich habe Angst vor Menschen. Wir sind hier jetzt in diesem Wald und die Burg steht halt auf einem... Gib mir ruhig die Tasche. Okay, danke dir. Die Burg steht halt auf einem relativ hohen Berg. Wie hoch war dieser Berg? 150 Meter, glaube ich, oder Saskia? Ja. Wir sind jetzt natürlich nicht ganz unten. Wir sind so, ja, ungefähr 200, 300 Meter entfernt von der Burg. Laufen jetzt dahin. Gehen wir zu der Burg hoch? Wir gehen jetzt zu der Burg hoch, genau. Oh. Also zu der Ruine. Es ist keine Burg mehr, Leute. Also nicht, dass ihr jetzt denkt. Aber man kann auf jeden Fall erkennen, dass es meine Burg war. Ja. Auf jeden Fall. Eulenart. Wir haben hier voll die Experten im Chat. Leon? Ja. Jemand auf Instagram. Gut, alles gut? Ja, ja. Ich glaube, er hieß Sven. Hat Gebäude oder so. Leon hat sich in die Hose gemacht. Oh nee, das ist das Feuchttuch, oder? Das ist das Feuchttuch, seht ihr das? Oh Mann. Ja, und was ist das da in der Mitte hier? Was denn? Ja, ach Mann, die Erde jetzt ist ein bisschen braun, ne Leon? Sicher? Sicher, dass du nicht in die Hose gemacht hast? Oh, ehrlich, der Nächste, der das sagt. Ja. Das riecht ein bisschen auch, ne? Junge. Nein, Spaß. Okay, ja dann. Gehen wir. Oh, guck mal, jetzt ist die Musik ruhig, ne? Um 22 Uhr. Ja, ja. Perfekt. Sag ich selbst was. Schön, ne? Ja. Direkt an so einer Burg, schon geil. Aber so ein bisschen gruselig, ne? Ein bisschen gruselig, ja. Wenn du dir abends alleine so nach Hause läufst oder so. Du willst halt auch, dass halt auch viele hinkommen, ne? Das ist schon nervig. Ja. Also wir werden auf jeden Fall, ich würde sagen, Ouija-Brett probieren wir noch aus. Oder? Ach echt? Wir können auch eine blinde Ouija-Session machen direkt, weil wir haben ja so recht, ne? Ja. Wir können eine blinde Ouija-Session machen. Und ich würde auf jeden Fall gerne noch eine blinde Ghost Spirit Box Session machen. Das heißt, Saskia, hast du das schon mal gemacht? Nee. Okay, also für die Leute, die es nicht kennen. Aber ich kenn's. Wir haben ein Ghost Radio. Das ist im Grunde nichts anderes als ein normales Radio, was einfach nur alle Frequenzen durchgeht. Also, man geht dann, man hört dann mal so ein, kennt ihr bestimmt. So, und wenn man da was raushört, dann könnte das eben sein, dass der Geist durch dieses Ghost Radio versucht, zu kommunizieren. Das Radio da sitzt und Kopfhörer drin hat. Da sind ja natürlich Leute. Ja, gut. Und versuch mal ein bisschen außen rum zu gehen bei der Burg. Also bei einer Blinden hört die Person, die die Antworten ausspricht, nicht die Fragen. Das heißt, wenn die Antwort auf die Frage passt, weiß man, dass die Präsenz ist. Willst du hin? Wollen wir vielleicht da unten hin, wo man... Ja, ja, komm. Genau. Weitermachen, ein paar Leute. Da hinten hin, wo man diesen Ausblick hatte? Ja, genau. Das ja. Okay, das müssen wir hier lang. Ne? Ja, hier hoch. Ich film einmal runter. Hoy nos están viendo todos a la cara. Hola. Hola. ¿Por qué estamos pudiendo la polla? Hola. Hier hat man übrigens mega schöne Aussicht. Ich weiß Leute, nicht, ich glaube, ich habe Angst vor den Leuten hier, vor den Geistern. Ja, das stimmt wohl. Da habe ich auch gerade schon gesagt, ne? Ich würde mal sagen, wir sind da. Und Leute hier, as always, schaut euch das an. Immer gucken, ob Brombeeren da sind. Wenn ja, kann man sich hier schön was nehmen zum Snacken. Geil. Ich kann dir sagen, hallo, wie geht's dir? Bon dia, guten Tag. Oh, out. Okay, also hier ist der Ausblick, den man wahrscheinlich eher weniger sehen wird. Ja. Aber hier ist halt so eine schöne Fläche. Ja, das ist schön hier, oder? Nee, sieht man trotzdem nicht. Nee, leider nicht. Nicht viel. Man hat auch seine Ruhe. Ja. So, Tasche. Boah, Junge, wie viel wiegt die, ey? Okay, ich würde sagen, sollen wir als erstes die blinde Ghost Spirit Boss... Stimmt doch alles mit dem FPS, oder? Ja, alles perfekto. Ja, gut, wenn manche schon, dass es hängt. Also, okay, ich würde sagen, Leute, wir versuchen als erstes... Er spricht. Sorry. Ich muss mich hinsetzen. Alles gut, setz dich erstmal hin.
Meine Knöchel tun richtig weh, ne? Die ganze Zeit so sitzen. Frag mal Berghaus. Dafür gebe ich dir später was zu essen aus, ja? Echt jetzt? Ja. Fahren wir nach McDonald's? Fahren wir nach McDonald's? Wir fahren nach McDonald's, Berghaus! Ruhig leise, ne? Wir sind viel lauter als die gerade, ne? Das stimmt. Also, ich würde als erstes anfangen mit einer Ghost Spirit Box Session. Das, was ich gerade erklärt habe. Allerdings eine blinde. Ich finde, das ist akkurater als das normale. Ja, auf jeden Fall. Das Ding ist, dass die Person, die die Antworten ausspricht, also, wir müssen jetzt einmal überlegen, wie wir das technisch umsetzen. Eigentlich musst du ja weiter weg dann. Eigentlich musst du weiter weg. Oder aber, ich habe auch noch Kopfhörer mit. Und ich glaube, wenn man die reinsetzt, dann hört man zumindest... Dann hört man auf jeden Fall wenig, was in der Umgebung ist. Wenn man sich da hinten hinsetzt und man macht hier leise, stellt die Fragen. Und die Person, ja, die die Antworten hört, spricht die laut aus. Vor allem durch das Zirpen, Grillenzirpen, wird man nichts hören. Okay, perfekt. Moin, Dennis König. Dennis König. Hey, Dennis König, wie geht's? Hallo! Hallo! Ich bin ein richtiger Fan. Also, wir kennen uns noch nicht. Ich habe gestern auch ein Video geguckt, ja? Okay, sorry. Also. Wir machen weiter. Dennis, du hast anscheinend viele Fans. Ja. Alle machen Werbung für Dennis. Hat er auch verdient. Also, ich würde sagen, ist jetzt die Frage, wer von euch möchte die Antworten laut aussprechen? Boah. Ja, wer soll also weg? Ich kann das halt relativ gut verstehen. Ja? Das Hören kann ich ja gut. Ich will das aber auch mal gern. Würde das auch gerne mal ausprobieren. Pass auf, wir machen erstmal, dann machst du das erstmal, dass du die Antworten aussprichst. Und dann wechseln wir gleich später. Also wenn das für dich okay ist, Berghand. Also nee, das geht total gar nicht. Das geht nicht. Okay. Klar, natürlich. Okay. Natürlich. Okay, gut, dann machen wir es so. Mein Arsch ist richtig dreckig. Glaube ich. Oder möchtest du deine Kopfhörer aufsetzen? Was? Schlecht sind die auch nicht. Wenn wir hier leise die Fragen stellen, solltest du das eigentlich von da hinten nicht hören. Aber dann muss ich alleine gehen, ne? Ja, Lea, ich kann ja bei dir stehen oder so. Ja, genau, ich meine Berghand. Ja, alles gut, Berghand. Ich bin eh nur als Deko hier heute. Richtig. Hey, sind wir schon mal zwei. Ja, was heißt, die Kopfhörer sind richtig gut, die waren... Was ja, so ein, also, ich bin ehrlich, die sehen aus wie Spielzeugkopfhörer. Die waren ohne Scheiß, die waren von so einem, bei so einem Parfümset mit dabei von Calvin Klein. Oh! Die habe ich noch nie benutzt, aber ich habe mir gedacht... Gut, dass ich sie aber nicht weggeschmissen habe. Für sowas sind die eigentlich ganz gut. Okay. Mhm. Ist das ein Walkie-Talkie? Boah, das ist Kirschwasser, das ist so lecker. Nee, ich habe kein Walkie-Talkie, aber es dürfte ja eigentlich kein Problem sein. So. Ich hasse das Geräusch, ne? Also so hört sich das Ganze an, Leute. Ihr kennt das bestimmt. Mhm. Dann geht es hier einfach alle Frequenzen langsam nach und nach durch. Moment. So. Ihr seht, der geht alle Frequenzen durch. Soll ich mich da hinsetzen oder ist das zu nah? Ich glaube, das geht, weit, oder? Das geht. Also, du musst halt, glaube, du musst nicht so weit. Du darfst die Fragen nicht hören, das ist die Hauptsache. Ja, wenn wir die leise hier stellen. Ich glaube, das ist so laut. Dass, wenn ich das jetzt über Kopfhörern hören. Hä? Du hörst das doch auch mit Kopfhörern hören. Ja, du hörst das mit Kopfhörern. Ich höre das. Du stellst ja die Fragen, ich bin dumm. Warte. Kompliziert hier. Ich verstehe jetzt gar nichts mehr. Also, wir hören die Fragen ganz normal und Saskia hört mit Kopfhörern. Stöpsel dir mal ein ins Loch. Oh, das kann ich gut. Scheiß Wusste. Okay. Warum müssen die Streams immer so enden, wenn ich dabei bin? Das ist ganz komisch, ne? Jedes Mal. Amsterdam schon. Geht das auch noch lauter? Ich muss ja dann schneiden. Ja, du tust mir auch leid. Das war schlimm, ne? Nee, schon laut. Lauteste. Moin. Wer auch immer pfeift, das gruselig, bitte hört auf. Warte mal. Okay, Saskia, du musst aber, denk dran, dass du die Antworten laut aussprichst. Was? Okay, sehr gut. Das beweist, dass sie die Fragen nicht hören wird. Wenn du die Antworten hörst, laut aussprechen, dass wir die von hier auf jeden Fall hören, okay? Ja, ich hoffe nur, ich schrei dann nicht. Ja, wenn, ist egal. Okay, ich hoffe, es ergibt dann irgendeinen Sinn. Soll ich mitkommen? Sie hat mich nicht. Egal. Okay, Leute. Also, wir machen das Ganze jetzt so, wir sind hier ja an der Ruine, das heißt, wenn ich jetzt die Fragen stelle, sollte sie die Fragen eigentlich hören können. Auch in der Lautstärke denke ich nicht, dass sie hört, was ich sage. So. Du musst
musst mal Bescheid sagen, wenn du anfängst. Ich fange jetzt an, okay? Okay, warte. Okay, ich habe jetzt auch das EMF-Gerät eingeschaltet. Also, ich sag erstmal hallo, mein Name ist Leon. Ich bin hier zusammen mit Lea, Berghand und Saskia und wir kommen im absoluten Frieden. Bist du da? Ist irgendeine Präsenz hier bei dieser Burg? Lasst uns das mal gucken. Erklärt. Okay, wir würden uns... Vielleicht möchtest du uns da deinen Namen verraten. Wie ist dein Name? Also? Vielleicht möchtest du uns dein Alter verraten. Wie alt bist du? Person? 1000 sterben. Klare Antwort. Sind hier Menschen gestorben? Tausende. Möchtest du uns das damit sagen? Du brauchst nicht mal darüber schwenken. Ich glaube, man sieht nicht viel auf dem Stream. Okay. Man hört's ja. Mhm. Möchtest du uns damit sagen, dass hier viele Menschen gestorben sind? Nachbar. Es, vielleicht sind hier in der Umgebung viele Menschen gestorben, um diese Burg herum. War da nicht was mit einer Nachbarstadt zerstört? Ja, die Nachbarstadt wurde zerstört. Ich denke mal, da sind viele Menschen umgekommen. Könnte passen. Mehr? Frage, ob mehr Menschen... Wenn ihr meinen Namen eingebt. Sorry. Okay, seit welchem Jahr seid ihr denn hier? Seit wie vielen Jahren? Busy? Beschäftigt? Stört euch das, dass hier immer wieder viele Menschen hinkommen? Möchtet ihr gerne eure Ruhe haben? Berghand hört jetzt rein, nur dass ihr Bescheid wisst. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Es ist sehr leise. Also ein paar Sachen haben gepasst. Ein paar Sachen waren... Also krass fand ich, wenn 1000 sterben. 1000 sterben war am heftigsten, ja. Danke Tattoo-Maus75 für deine Mitgliedschaft. Danke dir. Das ist schon spannend, Leute. Also bisher, ein paar Sachen waren schon interessant. Ist so okay mit der Taschenlampe? Oder leuchte ich dich voll an? Ja, alles gut. Okay. Das ist schon heftig, ne? Tausende Sterne. Das haben wir gerade besprochen. Ja, gut, ich habe jetzt keine Frage gestellt gehabt. Möchtest du in Frieden gelassen werden? Möchtest du, dass die Menschen dich hier in Ruhe lassen? Oder euch? Wollt ihr eure Ruhe? Wollt ihr in Ruhe oder in Frieden ruhen? Da kommt fast nur Musik gerade. Saskia, du kannst auch mal gern, wenn du hinkommst, kannst du auch ein paar Fragen stellen. Sommer? Sommer. Ja, wir haben Sommer, das ist richtig. Was hast du denn schon alles gefragt? Ich hab frag ja einfach, gehört. Ist nicht schlimm, frag einfach. Okay.
Nein. Soll ich nichts fragen? Nein, nein, der hört dich nicht. Ach so, oh, sorry, sorry, jetzt war ich verwirrt. Das war an die Präsenz. Ach so, ich dachte, berichtet. Das war, weil du so da hingeguckt hast. Asche? Stimmt es, dass du hier wirklich, dass deine Seele hier gefangen ist? Bis das der letzte. Leiser, sonst hört er das. So, bis das der letzte. It's too late. It's too late. Ist zu spät. Mhm. Also, frag mal, hier wird gefragt, ob ihr mal fragen könnt, ob er von sich aus was erzählen möchte. Okay. Guter Punkt. Mhm. Hast du vielleicht eine Geschichte zu erzählen oder irgendwas, was du uns gerne mitteilen möchtest? Ja, ich fliege gerade ein Flugzeug über uns. Hallo, ist Corona, hier wird nie im Urlaub geflogen. Schlägt aus. Mhm. Also ich hab meins gar nicht mehr an. Guckt da die UV-Lampe an. Wir können auch die Bewegungsmelder aufstellen, nur so nebenbei. Ja, aber wir sind auch viel zu viele Insekten, oder nicht? Eigentlich schon. Die werden die ganze Zeit also, angehen. Wir haben zwar Bewegungsmelder mit, Leute, aber dadurch, dass hier so viele Insekten sind, würde das wahrscheinlich ein bisschen verfälschen. Oder sollen wir das trotzdem aufstellen? Schreib es mir in die Kommentare. Und in der Zeit kannst du... Aber eigentlich... eigentlich was ist das? Das ist, da kommt gar nichts einfach. Auch gehört, oder? Ich habe das auch ja, gehört. Ja, bitte kein Tier jetzt hier oder so, ne? Ach so. Berkan steht da auch wie bestellt. Ja, noch gar nichts die ganze Zeit. Es kommt also, gar nichts? Da kommt entweder Musik oder will ich gar nichts. Teilweise. Keine Ahnung, vielleicht will noch mal jemand anderes probieren. Soll ich mal hören? Und ihr stellt Fragen? Ja. Okay. Gerne. Soll ich hier bleiben auch für dich? Nein, alles gut. Die Aussicht ist schon geil, oder? Das ist echt mega, hätte ich nicht gedacht, das ist so richtig schön. Das könnt ihr nur leider gerade nicht sehen. Ja, ich glaube, man erkennt wirklich gar nichts außer ein paar Lichter. Ja, nur ein paar Lichter. Okay. Hat irgendwas Sinn gemacht? Nee, du hast ja nicht viel gesagt. Ja, das stimmt schon. Okay. Okay, nochmal. Stimmt es, dass deine Seele hier so lange gebunden ist, bis der letzte Stein nicht mehr steht? Dann jetzt nochmal. Stimmt es, dass deine Seele hier so lange... Also was heißt enge Jeans? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich glaube, damals hat man noch keine enge Jeans getragen. Ich frage jetzt noch einfach mal. Stimmt es, dass deine Seele hier so lange gebunden ist, bis der letzte Stein fällt? Da jetzt. Ich hätte versucht, lauter zu machen, habe ich auch versucht. Frag doch auch mal, was Bär kann. Oh. Hast du den Zettel noch? So habe ich die voll angeleuchtet. Macht nichts. Das aus, das schlägt aus, ne? Ja, schlägt immer mal zwischendurch aus. Mal. Bär kann, geh mal rüber, wenn du Fragen stellst. Ja, auf jeden Fall. Muss ich nicht so. Danke. Gut.
Was, gut oder? Egal. Gut oder so. Sorry Leute, ich bin nicht auf dem Stand. Das kann man fragen. Wieso hast du denn... Ja. Was? Was hat er gesagt? 1000. Stimmt. Was ist denn jetzt auf einmal los hier? Die Party ist Ende und jetzt Flieger. Gerade war doch kein einziges. Ich wollte jetzt nochmal gerade was fragen. Setz nochmal auf. Alles gut. Ist es richtig, dass du... was habe ich da geschrieben? Moment. Achso, jetzt fällt mir das Wort auch wieder ein. Stimmt es, dass du hingerichtet worden bist, weil du einen Bischof getötet hast? Ich habe Kinderweinen gehört, einmal. Also das habe ich jetzt gesagt. Ich habe nichts gehört. Ich auch nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, warum die Spackos da die Musik anmachen müssen. Muss jetzt auch nicht sein. Hm. Dann ein bisschen die Stimmung raus auch, ne? Ja. Mhm. Kannst du uns sagen, wo hier die Gruft ist, die hier noch sein soll, wo die Ahnen, ja, wo deine Ahnen liegen? Viele andere. Viele andere Verwandte von dir? Das wird ja ein bisschen Sinn ergeben, ne? Frank hat auch mal vielleicht mal nachfragt, was die Flugzeuge zu bedeuten haben. Stimme. Also das ist, also ich glaube, das ist eher einfach... eine Taschenlampe ein bisschen. Entschuldigung. Alles gut. Also das kann jetzt sein, dass die jetzt nochmal im Minutentakt kommen, weil bis 23 Uhr darf ja nur in Düsseldorf gelandet werden. Kinder. Mhm. Sind, liegen da auch Kinder ich in... Mach alles dann. Liegen auch Kinder in der Gruft? Hund? Stimmt es, dass es hier noch einen Schatz gibt? Oder dass die Ritter die Schätze beschützen. Sollen die Schätze beschützen? 20 Uhr. Das ist irgendwie so halten. Bei dir so halten, damit die auch sehen. Insta-Profil. Wie möchtest du euch halten? Das in die Kamera halten. Diesen Ach so. Ich weiß noch nicht, wie der Teil ist. Katz 2 Meter. Leute, ja. Sollen wir weitermachen? Kam da irgendwas Passendes raus? Ne. Nee, ne? Nee. Zumal, also man muss auch mal kurz sagen, muss ich auch einmal den Zuschauern sagen, Achtung. Und zwar, also jetzt kam da echt irgendwie so gefühlt gar nichts Passendes raus. Aber bei dem Video, was noch rauskommen wird, was ihr auch noch sehen werdet, da haben wir nämlich unsere erste private paranormale Untersuchung gemacht. Und da zum Beispiel kamen extrem passende Dinge raus. Also wirklich auch Ja, Nein und irgendwelche anderen Sachen. Ja. Wir haben nach Namen gefragt und es kam Name raus. Werdet ihr da noch sehen in dem Video. Aber das würde ich sagen, das haut nicht hin heute. Mhm. Ich würde letzte Instanz nochmal blinde Ouija-Sitzung machen. Fällt gerade ja, ein, ich würde mal die SLS-Kamera versuchen. Die SLS-Kamera? Ja, die Ghost Tube. Ach so, kannst du auch machen. Also das ist eine App fürs Handy, die im Grunde eigentlich nichts anderes macht als die Kinect-Kamera. Kennt ihr wahrscheinlich. Nämlich Strukturen so erkennt, ob dann da Personen sind. Ja. Und es könnte eben sein... Also wenn das... Geh mal kurz einen Schritt zurück, dass man das mal sieht. Ja, genau. Halt mal das. Also, siehst du das? Jetzt wird zum Beispiel Leon erkannt. Genau. Als Person. Genau. Und jetzt, wenn ich jetzt einfach mal hier, also muss ich mir mal folgen, einfach mal hier so rumgucke, ob vielleicht irgendwas noch erkennbar ist. Kann sich vielleicht mal jemand zeigen?
Oder ich kann ja auch Bescheid sagen, wenn ich was sehe. Du brauchst nicht die ganze Zeit folgen. Aber hier scheint nichts zu sein. Vielleicht ist es auch ein bisschen blöd für den ganzen Gebüsch hier. Nö, nee, das. Eigentlich macht das nichts. Das könnten halt Tiere sein. Man hört Geräusche von da, Leute, ja, aber es könnten halt wirklich also Tiere Bergland sein. Bergland erkennt er auf jeden Fall. Aber. Pass auf, ich glaube, Leute, wir haben alle Bock auf die blinde Hüter-Sitzung, oder? Du kannst ja dabei auch theoretisch, Saskia, mit deinem Handy weiter mal draufhalten und vielleicht taucht dir irgendwas auf. Stell mal vor. Ich weiß halt nicht, ich bin immer misstrauisch bei Apps. Also ich bin da raus bei Ouija-Sitzung. Du willst nicht mitmachen? Ja, also ich bin echt misstrauisch, was das angeht mittlerweile. Ja? Ich will gut, aber wenn... Ich hab da auch noch meine Spieluhr auch noch mit. Deine Spieluhr hast du auch noch mit, stimmt. Also ich würde es machen, die Ouija-Board-Sitzung. Ja. Okay, dann machen wir es, ne? Dann macht ihr das. Also. Tut mir leid, Leute. Sollen wir ein paar Kerzen aufstellen? Ja, wäre gut, oder? Ist ja windstill. Also ich hätte auch noch zur Not eine im Glas mit, falls... Bergkamp kam dran. Nee, man sagt ja, wenn man da stutzig ist, dann soll man da nicht mitmachen. Ja, stimmt. Deswegen. Also das stimmt. Willst du mit EMF, also mit K2 Meter machen, Leon? Ja, warum nicht? Ne? Daneben liegen? Ja, würde ich schon gar nicht. Was können wir noch machen? Es gibt halt noch das Handy-Experiment, ne? Also Handy-Apps und so, ne? Nee. Oder was meinst du? Das mit dem Anrufen. Ach so, stimmt. Aber das ist jetzt halt blöd, wenn hier Leute sind. Du kannst jetzt schlecht dein Handy irgendwo unbeobachtet lassen. Nee, kannst du nicht. Mhm. Oder... Oder man legt es da hinten hin oder so. Das wäre da halt echt besser, wenn man da so wie so verschiedene Räume hätte. Aber das soll auch sehr interessant sein. Weil ich komme ja... Ich komme mir vor wie so ein Freak hier, ne? Also warte mal, vielleicht... Alle anderen chillen hier so, mit Musikbox, oh, Kollegen. Schade. Und wir kommen hier hin mit so Ouija-Brett. EMF. Richtig komisch. Beim EVP reinhören. Das könnte ich machen. Während ihr halt Fragen stellt. Stimmt, und so. Berghand hört beim EVP rein. Das würde ich machen. Willst du meins nehmen oder willst du es eins nehmen? Ist doch egal. Kennst du dich mit seinem schon aus? Nee, dann mach einfach mit Saskias. Wir haben unseren Satz nicht oft benutzt. Okay. Wollt ihr hier sitzen? Genau. Oder wo wollt ihr denn hier sitzen? Ja, irgendwo. Hätte ich gesagt, hier ist, ja. Weil dann hier ist ein bisschen gerader, ne? Dann für mich so. Mhm. Dann setze ich mich. Nee, wir setzen uns am besten so. Das Ding ist, guck mal, gerade, weil wenn das hier so liegt, ne? Nur uns hier so und dann können wir eigentlich theoretisch so und du kannst dich da hinsetzen. Ja, warte. Wo soll das? K2 Meter? Moment, meins kommt auch sofort. Wir ich kann dann hier einfach abseits sitzen. Nein, EVP, Dingsbums. Kannst du auch sonst, ich weiß nicht, ob es daneben liegen oder... Okay. Also Leute, kurzer Umbau hier. Ich bin einfach so gespannt drauf, ne? Ja. Ich habe einmal bei mir alleine zu Hause gemacht, aber da ist nichts passiert. Wo ist denn jetzt das Feuerzeug? Ich hab doch. Hast du? Hallo? Okay. Du hast einen Raucher dabei. Okay. Also. Ich muss mich mal eben hier für Berghand hier. Das richtige Loch. Ich hab mich gackelt. Okay. Ich hab auch schon überlegt. Aber. Ja, nee, die haben unter der Woche aber nicht so lange auf, ne? Ich meine, weiß ich gar nicht. Was denn? Wirkt doof. Also ich hätte eigentlich gesagt, Schatz, also so war es jetzt nicht gemeint. Ich wollte, wenn wir nach Hause fahren, eigentlich... Ja, das ist mir klar. Morgen ist ja auch noch ein Tag, ne? Also... Warte. Wieso geht das jetzt nicht mehr an? Hallo? Hallo, hallo? Aha.
Und dann musst du gleich einfach nur auf Rack drücken. Ja. Und hier kannst du save. Sieht jetzt schon freaky aus, ey. Ja, okay. Ja. Stellt mal vor, Leute, ihr kommt einfach hier so hin. Oh, lass mal abends in der Burg chillen. Ich meine, das und dann sind hier so, solche Leute wie wir. Dann, okay. Das schon, okay, schon ansonsten einfach links daneben. Ja. Aber ich glaube, das war das richtige Loch. Ja, Hauptsache, ich brenne da nicht gleich, ne? Nee. Dann wird die dann vielleicht. Ja, ja, ist eine bessere Idee. Also. Achso, meine Spieluhr. Aber da müssen wir richtig aufpassen. Richtig, richtig aufpassen. Da hänge ich nämlich sehr dran. Willst du dir dem Chat mal zeigen und auch die Story dazu erzählen? Also da gibt es eigentlich gar nicht viel. Die habe ich von meiner Oma gekriegt und die gehörte ihrer Mutter, also meiner Uroma. Die habe ich aber leider nie kennengelernt, weil die mit 63 Jahren schon an Krebs verstorben ist. Also ich schätze mal, dass die... Also sie sieht so ein bisschen aus wie aus den 70er Jahren. Es kann aber auch sein, dass die älter ist. Ist auch eigentlich nicht wirklich hübsch. Also das ist halt so ein Schmuckkästchen eigentlich. Wenn man die aufmacht, ist da auch eine Tänzerin drin. Mit Spiegel. Ich kann die ja einmal kurz anmachen. Oh, falsche Richtung. Ach du Scheiße. Ich kann schon hören, ne? Ich weiß nicht, ob ich das schön oder gruselig finden soll. Ich find's gruselig. Echt? Ich leg dann den ganzen Horrorfilm. Hart, stimmt. Also die ist auf jeden Fall schon ziemlich alt. Okay, also... Ach du Scheiße, Leute, was machen wir hier, ne? Ich hätte mir ehrlich einen anderen Job suchen sollen. So meine Augenbinde. Ich werde irgendwann verflucht und. Hast du zwei? Nee. Ich habe meine. Oh nee, doch. Ich hab alles gut. Oh, schreck mich doch nicht so. Sorry. Junge! Ja, eine Klatze ist schon ausgegangen. Also, sie steht jetzt auch mit dem Rücken zu uns, sollte sie sich gleich bewegen. Okay. Warte, ich muss die Brille abmachen. Hier, dein Feuerzeug übrigens. Ja. Okay, Berghand hört. Eigentlich sind wir ready, ne? Du leuchtest ein bisschen, Schatz, dass man das sehen kann, ne? Mhm. Moment. Oder soll ich die Taschenlampe irgendwo ablegen? Ja, ist gut. Passt. Der Pony muss sich erstmal hier hinsetzen. Sieht man das auch ohne die Taschenlampe theoretisch? Mhm. Da sieht man die Buchstaben und Zahlen nicht. Ich mach nur so ganz leicht. Zeig mal ganz kurz. Ja, sieht man gar nichts. Ja, okay, alles klar. Okay. Ja, also du kannst auch, warte, ist das schon leichteste Stufe? Weiß ich nicht. Oh, so. Guck mal so. Mhm. Sehr gut, okay. Willst du mit einer oder mit zwei hinten klingeln? Also ich würde sagen. So? So, ja, oder? Okay, dann setzen wir uns die Masken auf. Schatz, kannst du einmal einen Test machen, dass wir auch nichts sehen? Alles gut, können starten. Ja? Ja. Okay, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo genau. Da. Okay, ich hab's. Du, führst du das mal dann? Sollen wir das dreimal vorher im Kreis drehen wieder? Also dann sagen Geister, wir beschwören euch? Oder ich weiß nicht. Was? Also dreimal im Kreis auf jeden Fall, glaube ich. Ne? Also ich weiß gar nicht mehr. Ich habe gerade schon einen Kommentar gelesen, dass man vielleicht sagen sollte, Geister, wir rufen euch statt beschwören euch. Was besser kommt. Ich wurde von irgendwas gestochen. Ich habe Schmerzen am Arm, ne? Echt? Ja, ich weiß auch nicht warum, so ein stechender Schmerz. Du wolltest ja kein Mückenspray. Ey, das tut richtig weh, ne? So, als wenn sich da irgendwas Heftiges gestochen hat. Egal. Okay.
Geister, wir rufen euch. Okay. Bist du bereit? Ja. Möchtest du kommunizieren oder soll ich? Mach du erst mal. Okay. Geister, wir rufen euch. Geister, wir rufen euch. Geister, wir rufen euch. Hallo, mein Name ist Leon. Mein Name ist Saskia. Und erstmal willkommen im absoluten Frieden. Uns würde interessieren, ob hier irgendwo eine Präsenz da ist. Bist du hier? Du kannst mit uns über das Ouija-Brett und die Planschette, die da drauf ist, mit uns kommunizieren. Und du brauchst auch keine Angst zu haben. Hast du die Finger überhaupt noch drauf? Ich hab die drauf, die Finger. Hm. Möchtest du vielleicht die Planschette einmal auf Ja bewegen? Dafür wären wir dir extremst dankbar, damit wir wissen, dass du hier bist. Rechtes EMF schlägt aus. Von wem aus rechts? Bei Leon? Also bei Leon, ne? Hm. Möchtest du uns vielleicht deinen Namen verraten? Rechtes EMF schlägt aus. Möchtest du ein paar Fragen stellen? Fehlt dir vielleicht die Energie, um über das Ouija-Brett zu kommunizieren? Dann kannst du dir die Energie auch gerne von unseren Taschenlampen nehmen. Was oder was? Ich glaube, das war ich. Oder? Weiß nicht. Nee, da bewegt sich was. Also alle Handys sind im Flugmodus außerhalb das, wovon gestreamt wird. Leon? Es bewegt sich, ich schwöre, ich bewege nichts. Sehr gut, weiter so. Wohin ist es denn gewandert, Lea? Es wandert, glaube ich, generell. In der Mitte links. Das ist. Kommunizier du mal bitte weiter, Saskia. Ich habe das Gefühl, dass du da irgendwie. Es bewegt sich. Ich habe die Finger ganz leicht drauf. Ja. Okay. Also es wackelt immer so ein bisschen hin und her und EMF bei Leon schlägt aus. Ich würde vielleicht, es kann jetzt auch sein, weil ich mich jetzt durch das, vielleicht die falsche Hand genommen habe, wenn ich jetzt so atme, weißt du, wenn ich so über, na, wie soll ich das sagen? Ist egal, stell einfach nur mal ein paar Fragen. Ja, kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr Kraft, ja, aufnehmen und die Planschette noch mal zu bewegen und vielleicht die Planschette auf Ja zu bewegen. Ist das möglich? Also du kannst dir gerne die Energie von unseren Taschenlampen nehmen. Ich kann leider nicht näher dran, zwar wegen dem EMF, also weil die dann beide ausschlagen. Wenn sich aber da was tut, dann gehe ich näher dran. Also EMF bei Leon schlägt immer noch
aus, leicht und manchmal halt doller, ne? Ist denn jemand hier, der mit uns kommunizieren möchte? Egal wer. Für so eine leichte Bewegung, ne? Ich bin mir aber nicht sicher, ob das nicht irgendwie, ich meine, man bewegt sich ja immer leicht. Das kann halt von euch kommen, ne? Ja. Deswegen, ich glaube, ich würde ganz gerne mal einmal den Arm wechseln, weil ich glaube, das ist dann angenehmer. Sollen wir dann erst einmal beenden? Ja, machen wir. Okay, wir danken dir auf jeden Fall für die Kommunikation. Wir werden die Kommunikation gleich nochmal aufnehmen. Vielen lieben Dank. Vielleicht möchtest du ja die Planchette auf Tschüss bewegen. Okay, dann machen wir das jetzt. Kein Tschüss. Ausschlag mehr. Siehst du was? Nee, gar nichts. Ich weiß auch nicht, wo Tschüss ja. ist. Bisschen aber runter, ist okay. Passt. Boah. Nee, weil ich die ganze Zeit so war, weißt du? Und wenn ich dann vielleicht durchs Atmen... Ja, ja. Ich weiß, hast du deinen rechten oder deinen linken Arm? So. Ja, jetzt würde ich dann vielleicht mal links... Versuchen. Schau mal bei Leon auf dem Instagram. Da bin ich verlinkt. Ihr könnt euch weiterreden. Aha, ist hier noch Eigenwerbung, ne? Eigenwerbung macht's auch. Nein. Spaß. Vielleicht nicht. Aber, also einmal hatte ich das Gefühl, dass es wirklich sich bewegt hat. Ja. Also einmal hatte ich echt, als wenn sich das irgendwo hinbewegt hat, nicht irgendwo. Es wird gerade nochmal gesagt, dass man vielleicht nochmal das mit dem Ja, Nein, dem EMF nochmal ausprobieren kann. Also das, was ich echt komisch finde, ist das deins. Irgendwie immer ausschlägt und meins irgendwie so gar nicht. Ja, das stimmt. Aber teilweise hat deins hat manchmal 5 ausgeschlagen, als wir unten waren. Ich glaube, Leons hat nicht einmal 5 ausgeschlagen. Hast du was gehört auf dem EVP? Nee. Okay. Ich hab aber, müsste ich euch nicht auch hören? Ich höre nur so die kleinsten, so richtig nahe Bewegungen. Nee, das hörst du tatsächlich dann nur, wenn du es dir dann also nochmal anhörst. Okay. Warum das so ist, weiß ich nicht. Aber das ist schon komisch, ne? Man hört alles andere drumherum, also nicht extrem laut, genau, aber man hört das. Ja, ich weiß. Okay, dann machen wir nochmal jetzt, ne? Ja, also ich glaube, man sollte das auch nicht immer so, so schnell immer aufgeben. Nee. Nein. Dann lass uns jetzt mal ein bisschen Zeit nehmen. Du hast jetzt den richtigen Arm gefunden. Ja, aber ich möchte mich, glaube ich, dabei hinstellen. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht so, dass es bequem ist, einigermaßen. Warte mal, Taschenlampe. Vielleicht noch mal die Energie dann nehmen können. Weil das ist gar nicht so. Ich kann auch meine Energie nehmen. Ich weiß nicht, Leute, ich habe also heute den Clown gefrühstückt, tut mir leid. Also das würde ich tatsächlich lieber nicht anbieten. Nee. Was anderes. Was denn? Dass die meine Energie nehmen. Obwohl ich ganz ehrlich, dafür, dass der Geist dann irgendwie kommunizieren würde, würde ich das auch tun. Dann schlafe ich morgen ein bisschen länger. Deine Energie. Müdigkeit, keine Ahnung. Du weißt ja nicht, inwiefern das sich auswirkt bei dir. Ja, doch hätte ich Angst, ey. Ja. Okay, komm, dann machen wir jetzt nochmal eine Runde. Ich muss nur aufpassen, hier keine Karte. Es hieß jetzt auch, wenn ihr vielleicht den Platz wechselt, wäre es auch mal interessant. Ja, wir können alles probieren. Ja, ich sag das nur. Ja. Nicht damit das hinterher heißt, ich sag das nicht wegen einer Unglaubwürdigkeit. Nein, alles gut. Ja, vielleicht haften die ja mehr an dir, Leon. Weiß man ja nicht. It's burning. Okay, Friends. Das ist so ein bisschen last but not least gerade, weil wir schon viel probiert haben. Einige Sachen haben ein bisschen funktioniert, einige nicht. Es ist immer so, man weiß es am Ende des Tages. Sorry, das ist so Banner. Wenn einer jetzt im Chat darüber lacht, dann Leute, bitte alle lachen. Alle Lachflash-Smileys. Du bist das war das letzte Mysteries, in dem du dabei bist. Okay. Leon, nur mal eine kurze Frage. Hat das schon immer so schwach geleuchtet? Doch, oder ich werde immer gemobbt von an der Batterie liegen. Das weiß ich nicht. Ich habe ja auch noch nie die Batterie gewechselt. Weil dann kann das vielleicht auch sein, dass die Batterie schwach wird. Ist ja wie bei Rauchmeldern auch.
dass sie dann anfangen zu piepen. Also hier steht zum Beispiel, dass der EMF bei dir immer ausschlägt, dass man das jetzt mehrmals gesehen hat. Aber bei mir hat es auch gerade rausgeschlagen. Das fand ich halt auch komisch oben. Unten meine ich. Dass dein so viel ausgeschlagen hat. Okay, ja. Leute, wir können jetzt hier spekulieren. Wir probieren es einfach nochmal. Gut. Und diesmal, ich weiß nicht, möchtest du kommunizieren? Weil ich meine, das ist auch deine Spieluhr, die da steht. Und ja, das war jetzt gut. Eher mehr so ein bisschen als Trigger-Objekt gedacht. Ja, okay. Mhm. Vielleicht, wenn auch irgendwie Kinder hier sind oder so. Ich weiß jetzt nicht, ob ich unbedingt mit meiner verstorbenen Uhr mal sprechen möchte. Mhm. Aber ich dachte mir, vielleicht ist man ja so an alten Sachen interessiert, ne? Kann ja sein, vielleicht. Komm, wir machen das einfach nochmal. Und ich kann ja wieder die Kommunikation anfangen. Ja, ich fällt dann immer nichts ein. Ja, ich weiß, wenn man keine Antworten kriegt, dann ist es extrem schwierig, weiter irgendwelche Fragen zu stellen, weil ja, naja, es ist alles ein bisschen komisch. Aber auf jeden Fall sind hier die Leute schon mal weg. Die Leute sind weg. Ihr. Salam alaikum. Das war gar keine Beleidigung. Ist das nicht Hallo oder so? Ja, Mist. Mann, ey. Ich bin echt ein schlechter Agro-Türke. Ich muss sagen, ich bin fasziniert von der Aussicht. Ne? Das ist so schade, dass die Leute das nicht sehen können. Ja. Ist wirklich schön hier, Leute. Und vielleicht jetzt gleich auch gruselig. Who knows? Okay. Maske runter. Warte mal. Ich sehe nichts. War es jetzt unten schon mal? Was? Was ist? Jemand hat da gebölkt. Ja, das sieht irgendwie, als würde das von da unten kommen, von diesem Hotel oder was da ist. Gaststätte. Nicht, dass das, du hast das auch gehört, oder? Ja, da, Junge. Was denn? So ein Geräusch. Stimme irgendwie von da. Wie, was? Das habe ich jetzt auch gehört. Ich habe nichts gehört. Aber ich habe auch die Kopfhörer auf. Ich habe wirklich nicht. Also, Leute. Ja, ich glaube, da laufen Leute lang. Ja. Habt ihr das gehört oder war es näher? Das war schon nah, aber ich glaube, das ist der Gehweg da. Das macht mir mal keine Angst hier, ey. Nee, ich glaube, das ist ein Gehweg. Ja, ich glaube, da unten kann man noch lang. Da sind wir ja vorhin dann. Gib mal her. Ich gehe nicht mit. Gib mir mal den Chat, Leute. Ja, bitte. Also, wir gehen jetzt gucken. Die Frauen sagen, sie haben hier von hier Stimmen gehört. Wenn hier gleich ein Zuschauer von euch hängt, der uns veräppeln will, dann ist aber Schicht im Schacht. Aber hier ist nichts, also. Sie meinen, sie haben von hier Stimmen gehört, aber hier ist nichts. So, okay. Gesaved. Kein Mensch zumindest. Vielleicht ein Geist. Dankeschön. Bitte. Nee. Entschuldigung. Boah, da kommt so eine richtig fette Nacktschnecke hoch. Richtig lecker. Aber jetzt hat's. Guck mal. Jetzt flippt's völlig. Meins auch. Oh. Jo. Oh ja. Hier sind auch keine anderen Menschen mehr hier. Es ist wieder ruhig. Jetzt meins. Die ganze Zeit war das still. Okay, pass auf. Wir machen jetzt die Ouija-Sitzung. Genau jetzt. Ja. Einmal testen, ob du... Alles gut. Ja? Ja, ihr könnt starten. Okay. Soll ich euch irgendwie... Oh, nicht in eine Kerze packen. Scheiße. Leer. Warte, dich führe ich gleich auf. Okay. So, okay. Ja. MF hat jetzt nur ausgeschlagen, weil ich nah dran war, glaube ich. Okay. Dann lass uns dreimal im Kreis drehen. Ja. Geister, wir rufen euch. Geister, wir rufen euch. Geister, wir rufen euch. Hallo, mein Name ist Leon. Mein Name ist Saskia. Wir sind gerade hier, auch noch zusammen mit Lea und Berghand. Du brauchst absolut keine Angst vor uns zu haben. Oder ihr, wir wissen nicht, ob ihr mehrere seid. Wir würden sehr, sehr gerne mit euch kommunizieren und wären extremst dankbar, mit euch Kontakt aufzunehmen. Das sind Schritte. Ich weiß auch.
Boah, Leute. Boah, ich hätte Chance bekommen. Ich stehe mit dem Rücken dahin. Hey, ich guck schon, alles gut. Ihr könnt über das Ouija-Brett bzw. die Planschette mit uns kommunizieren. Boah, wir kommen rüber wie Freaks. Wir sind Freaks. Hallo. Boah, die Arme. Die ist voll zusammengezogen. Die Leute haben sich gerade übertrieben vor uns erschrocken. Scheiße. Ich komme mir vor wie ein Vogel, ne? Ah, der Berg kann das nicht hinter mir. Das wäre jetzt mal geil gewesen, wenn hier gerade keine Leute da gewesen wären. Der ist neben Leon, genau. Okay, ich frage einfach mal, ist irgendetwas hier bei uns? Bei dieser Burg, in dem Wald? Leon? Ja? Es bewegt sich. Es hat sich bewegt. Das war wahrscheinlich ich, weil ich so richtig mit dem Kopf mich bewegt habe. Ach so. Bist du hier? Wenn ja, schiebe doch bitte die Planschette auf Ja, auf Yes. Aha. Das bin ich. Okay. Frag du mal. Ja, ich muss kurz überlegen, was ich fragen möchte. Sind hier Seelen an dieser Burgruine gebunden? Oder ist hier eine Seele hier? Irgendeine. Also mir wird auch gerade so ein bisschen flau irgendwie. Was heißt flau? Sorry. Ja, also ich muss, komisch, jetzt, aber ich muss jetzt nicht göbeln, aber irgendwie so komisch im Magen. Mhm. Weiß ich nicht. Also, ich habe Hunger, aber mehr. Nee, Hunger ist das nicht. Bist du hier. Hast du dich irgendwie gerade hier an mich geheftet oder nimmst du jetzt gerade Energie von mir oder so? Also ich würde dich dann eher bitten, die Energie von den Taschenlampen zu nehmen, falls du Energie brauchst. Du kannst auch die Energie von mir nehmen. Oder von Leon. Wirklich. Du brauchst keine Angst zu haben. Du kannst meine Energie nehmen oder von den Taschenlampen. Wir würden uns extrem über einen Kontakt freuen. Sind hier gefangene Seelen, die hier damals im Gefängnis waren? EMF hat ausgeschlagen. Welches? Bei mir oder bei dir? Bei dir. Wie war der Name von dem, der schon hier wieder hingerichtet worden ist? Ich brauche den genauen Namen. Schiebst du? Nein, ich schiebe nicht. Es verschiebt sich eindeutig. EMF hat stark ausgeschlagen bei Saskia. Du Scheiße. Sehr gut. Ist das irgendwo drauf, Lea? Nee, irgendwie nicht richtig, ehrlich gesagt. Ja. Keine Ahnung. Komm, nimm noch ein bisschen mehr Kraft. Du schaffst das. Streng dich ein bisschen an.
Ich glaube, du willst, aber du kannst nicht so richtig. Kann das sein? Ich habe das Gefühl, es bewegt sich immer noch minimal, oder? Mhm. Ich kann ja nicht richtig deuten, ob das Bewegungen sind, weil ihr beide, Leon speziell, ein bisschen zittert, oder? Ja, ich zitter auf jeden Fall. Mhm. Es ist doch auf jeden Fall unten rechts in die Ecke gegangen, oder? Ja, es ist nach rechts, aber es ist zu. Aber immer noch in der Mitte. 6 und 7. Ja, es ist in der Mitte trotzdem noch. Ich frage nochmal, wie wurdest du hier hingerichtet? Wie ist der Name der Person, die hier hingerichtet worden ist? Es geht's ab, oder? Ja, es bewegt sich auf jeden Fall. Definitiv. Bei mir ist richtig schlecht jetzt, ne? Ach du Scheiße, ich. Bewegt sich doch nirgends so richtig hin. Mitte. Echt? Ich hätte jetzt gedacht, das bewegt sich Richtung Leon. Ja, aber es ist jetzt gerade mittig eher. Es ist nicht mal auf einen Buchstaben drauf. Ja. Es ist zwischen den Zahlen und den Buchstaben. Also ich zitter auch besonders viel. Echt? Und ich habe meine Hand relativ leicht da drauf, aber das kann nicht von meinem Zittern kommen. Wir können auch ruhig noch mal kurz. Aber es war bei beiden Mal, wo ich nach dem Namen gefragt habe. Wie ist der Name von der Person, die hier hingerichtet worden ist? Alter, ich schwöre, ich hab teilweise meine Finger oben. Ist das auch irgendwas, Lea? Ich weiß es nicht. Nein, nichts. Nichts? Du kannst auch ruhig näher rangehen, damit man sieht, meine Finger nehme ich teilweise hoch. Ich frage nochmal, wie ist der Name der Person, die hier hingerichtet wurde? EMF, beide schlagen aus. Es wird mir auch mulmig im Bauch. Ja, ne? EMF bei Saskia. Das ist ganz eklig, oder? Also ich habe auch das Gefühl, das wird immer intensiver. Ja. Ich heb wirklich mindestens jede Sekunde meine Finger einmal hoch. Wir fragen nochmal, wie ist der Name der Person, die hier hingerichtet worden ist? Boah. EMF bei Leon schlägt aus. Auf 3 konstant. Aber Leute, wo geht denn der hin? Da war ich ungefähr. Ja, schwer zu erkennen. Das ist nicht in den Buchstaben irgendwie, das ist. Ist auch also kein Buchstaben. Y, glaube ich, ungefähr. War auch nicht richtig bei Y, das ist ganz komisch. Ja. Ich frage mich einfach nur. Was bewegt sich da jetzt? Saskia, nimm mal die Finger runter. Das kann doch nicht wahr sein, dass das. Ich verstehe das nicht. Eigentlich sollten wir die Finger nicht runter machen, ne? Nee, ich habe die ganze Zeit leicht ein bisschen runter. Hast du die wieder drauf? Ja. Ich kann mich leider nicht auf die andere Seite stellen. Typisch. Leute, können wir mal kurz auf die EMF-Geräte scheißen? Ich möchte, Schatz, wenn sich das nächste Mal bewegt, dass du wirklich nah genug ran gehst, dass man sieht. Ja, mache ich. Dass wir das nicht bewegen. Mache ich. Ich frage nochmal, wie ist der Name der Person, die hier hingerichtet worden ist? EMF schlagen beide. Ja, weil ich jetzt nah dran bin. Egal, ich bin nah dran. Ja, okay. Auf einem G, zwischen G und H. Also ich weiß nicht, ich
fühlt sich bei mir auch gerade richtig kalt an, ne? Also ich weiß, hier ist es gerade windig, kommt gerade ein Windzug. Also irgendwie, als wenn das hier richtig kalt wird. Ich möchte den Namen wissen. Ich will den Namen wissen von der Person, die hier hingerichtet worden ist. Ich frage erstmal. Sind das Duftkerzen? Nee, eigentlich nicht. Ich habe auch zwischendurch immer einen ganz, also einen Geruch in der Nase, der aber nicht schlecht ist. Deswegen frage ich, ob das Duftkerzen sind. Boah, mein Rücken. Ja, wenn das auf irgendeinem Buchstabe ist, dann filme ich dahin. Die Person, die gerade mit uns, oder der, die Präsenz, die hier gerade mit uns kommuniziert, kannst du die Planschette einmal bitte auf Yes bewegen, damit wir wissen, dass du hundertprozentig hier bist. Bist du hier? Bist du hier hingerichtet worden? Oha. Ach du Scheiße. Was ist denn los? Über nein. Okay. Bist du hier gestorben? Kommst du von woanders her? Hast du eigentlich gar nichts mit dem Ort hier zu tun? Hast du etwas mit diesem Ort hier zu tun? Was ist das? Das ist ein Vieh, das mich die ganze Zeit anfliegt. Ich habe es irgendwie am Handgelenk gemerkt. Kann das sein, dass mich das angetitscht hat? Ja, mich auch. Rücken tut schweineweh. Meine auch. Wir können auch gleich eine kurze Pause machen, Leon. Hast du etwas mit dieser Burg hier zu tun? Was war die Frage davor nochmal? Ob du hast gefragt, ob es nichts mit der Burg zu tun hat. Ja, und es hat sich doch dann bewegt, ne? Ja, aber es ist auf Nein geblieben. Nee, aber es hat sich doch gerade bewegt, bevor du gefragt hattest. Mhm. Und als du gefragt hattest, ob hier... Ich kann nicht mehr ein, mein Rücken. Au. Ja, dann lass uns kurz beenden. Okay, wir beenden die Sitzung einmal kurz. Wir werden gleich wieder die Kommunikation aufnehmen. Möchtest du die Planschette auf Goodbye bewegen? Wir danken dir auf jeden Fall. Wir danken dir vom ganzen Herzen. Das bedeutet uns viel. Richtig schlecht. Bewegt sich das? Hm. Tschüss, möchtest du die Planschette auf Goodbye bewegen? Bitte. Irgendwie wird's warm an meiner Hand. Bin ich irgendwo in der Nähe von der Kerze? Ja. Aber du bist jetzt okay. Nicht da direkt. Saskia, lass uns auf Goodbye bewegen. Sag okay. Mal danke. Danke. Dankeschön. Tschüss. Weiß nicht, wo Goodbye ist. Egal. Boah, Alter. Okay, also erstens, mein Rücken tut schweineweh von diesem seitlich Sitzen. Wir können vielleicht gleich nochmal Plätze tauschen, wenn du damit kein Problem hast. Also es hat sich eindeutig bewegt. Es ist jetzt kacke, dass Lea nicht von der anderen Seite gucken könnte, weil dann hätten wir uns vielleicht mal hinstellen können, weißt du? Mhm. So nebeneinander. Aber mir tut auch der Arm weh. Ich bin aber der Meinung, ganz im Ernst, das, was da war, hat nichts mit der Burg hier zu tun. Ich habe keine Ahnung. Also, ich weiß auch nicht, mir wurde auf einmal richtig schlecht. Kannst du noch mal deinen Insta-Namen sagen? Sorry. Saskia Funder, zusammengeschrieben und klein. Alles, ja, klein und zusammengeschrieben. Ich weiß jetzt gerade nicht ganz, was ich davon halten soll. Die Frage, die ich mir stelle, ist, macht das Sinn, blind zu machen? Das ist ja nur... Es ist also natürlich nur, um den Zuschauern zu beweisen, dass wir da nichts rumschieben. Ja, aber theoretisch, wenn da keine Antworten rauskommen, könnte man jetzt natürlich auch sagen, dass wir das einfach verschieben. Ich bin fest davon überzeugt, dass du das genauso wenig schiebst wie ich. Ich schwöre, aber ich weiß, darüber brauchen wir uns nicht zu unterhalten. Aber
deswegen würde ich schon gerne die Masken auflassen, weil wenn wirklich was dabei rauskommt, ich stelle mir halt nur die Frage, ob... Ich persönlich bin auch konzentrierter, wenn ich die Maske auf habe. Ich konzentriere mich dann wirklich nur darauf, wenn ich was sehe, dann bin ich die ganze Zeit so, passiert ist was und am Gucken. Man ist irgendwie ein bisschen mehr, also ich persönlich bin dann mehr bei der Sache. Wie ist das denn? Guck mal, wenn du dich mal so seitlich stellst, ist das besser für deinen Rücken? Dann kann Lea trotzdem noch was sehen. Ich glaube generell, wenn ich mich so hinstelle, dann geht das. Dann tun mir zwar wahrscheinlich irgendwann die Beine weh, weil die Sitzung war jetzt auch relativ lang, aber so können wir auf jeden Fall gerne machen. Du probierst da die ganze Zeit rum? Na, ich höre mir das jetzt nochmal an. Achso. Hey Leute, ohne Scheiß, was machen wir? Ne? Und du hast gesagt, beide haben einmal richtig ausgeschlagen, aber da warst du nicht mit der Kamera dran, ne? Beide haben einmal ausgeschlagen. 23.13 Uhr, ich würde sagen, Leute, wir versuchen jetzt noch einmal die letzte Sitzung. Ja. Und dann gucken wir, ob was passiert. Mhm. Und wenn was passiert, dann passiert was, wenn nicht, dann nicht. Also das war jetzt schon wirklich beeindruckend. Aber es ist immer diese... Oh, ich mag diese Geräusche nicht, ne? Tut mir leid. Wir sind halt in einem Wald. Ja, aber ich mag die nicht abends. Nachts. Okay. Sollen wir direkt machen? Oder... Ja? Ich weiß nicht, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass... Das Berghand stört die Präsenz, ne? Berghand, hau mal ab, du nervst. Sind wir beide einer Meinung? Ciao! Nein! Nee, dass das aber... Dass nichts mit der Burgruine hier zu tun hat. Meinst du? Guck mal, jedes Mal, als ich gefragt habe, wie der Name der Person ist, die hier hingerichtet worden ist, kann ich mir den Namen einmal anschauen? Der steht ja auf dem Zettel. Ich glaube, Berghand hat den noch. Der lag, glaube ich, irgendwo, oder? Da? Wo ist der Zettel? Berghand? Hier ist nur mal. Ist der Zettel hier irgendwo? Nee, ich hab den noch gar nicht. Doch, du, warte mal. Auf dem Boden? Friedrich von Isenberg hieß der. Friedrich von Isenberg? Ja. Okay. Leute, merkt euch Friedrich von Isenberg. Falls der Name gleich rauskommt, dann wisst ihr auf jeden Fall, dass Friedrich mit uns spricht. Da steht jemand. Ja, sind Menschen. Ach so. Ich hab mich jetzt erschrocken. Ja, das ist hier Friedrich. Ich hör auf, Alter, ich werde noch verflucht. Okay, geh ein Stück zurück. Dann lass uns. Sollen wir direkt weitermachen, Saskia? Ja, ey, nicht, dass wir gleich noch abgestochen werden oder so. Wir haben einen Berghand dabei, der ist stark. Genau. Ja, aber ihr müsst aufpassen, dann lasst ihr nicht zu weit. Ne? Ach so, ja. Ja, manchmal, wenn ich näher komme, dann... Pass auf, können wir die ausschalten? Einfach nur, weil die ablenken. Ja, können wir machen. Ohne EMFs jetzt. Okay, einmal kurz Test. Also... Wo ist das? Das Problem ist... Ich führe euch gleich dahin, okay? Du musst zwischendurch auch mal uns zeigen, dass man sieht, dass wir die nicht abnehmen oder so, währenddessen okay, wir... Ja. Man weiß ja nicht, was man so über uns sagen könnte. Okay? Okay, warte. Und warte, ich lasse meine andere Hand... Oder pass auf. Ich mache so, dann sieht man auf jeden Fall mal meine Hand. Ich habe meine in der Hosentasche, die andere. Oder was meinst du jetzt? Warte mal. Saskia, kannst du dich so drehen, dass du die rechte Hand hier hast, dass man die sieht... Und das mit der linken Hand machst? Oder ist das doof? Weil so sieht man, dass wir uns nicht die Maske abziehen oder so. Ja, okay. Gut, man könnte jetzt sagen, Berghand... Ach Mann, ey, es gibt immer irgendwas. Es gibt immer irgendwas, was man sagen könnte, was wir... Aber egal. Okay. Also, Maske auf. Hast du die auch auf? Ja. Einmal Test, Schatz. Mhm. Ja? Hast du deine... Ach ja, du hast. Hast du? Ja. Ich will nur deine Finger haben. Okay. Ich bin schon drauf. Ja. Alles klar. Okay. Schatz, ein bisschen weiter runter. Ja, jetzt weißt du wo. Okay, wir fangen an. Geister, wir rufen euch. Geister, wir rufen euch. Geister, wir rufen euch. Hallo, mein Name ist Leon. Mein Name ist Saskia. Und wir kommen im absoluten Frieden.
Wir hatten gerade schon mal kommuniziert. Wir haben hier das Ouija-Brett, worüber wir kommunizieren können. Welche Präsenz auch immer hier ist, du kannst die Planchette bewegen, auf die Buchstaben, auf die Zahlen oder auf Yes oder No, um mit uns zu kommunizieren. Wie gesagt, wir kommen im Frieden. Deswegen frage ich einfach mal, ist irgendeine Präsenz hier bei uns? Das war ich jetzt. Ja, aber das bewegt. Ich habe mich bewegt. Ja, okay. Nee, das war ich. Das ist mit links irgendwie sehr unangenehm. Wenn eine Präsenz hier ist, wären wir dir extremst dankbar, würdest du die Planchette auf Yes bewegen. Bist du hier? Damals wurde eine Person hier hingerichtet. Ist das richtig? Bewegt sich, oder? Ich habe auch das Gefühl, aber ich zitter auch sehr. Trink dir mal einen Schnaps. Mann. Ist hier eine Person hingerichtet worden? Wie ist der Name der Person, die hier hingerichtet worden ist? Du darfst dir gerne nochmal die Energie von unseren Taschenlampen nehmen. Oder auch von Leon. Das ist angeboten. Du kannst dir gerne meine Energie nehmen. Wir würden sehr gerne mit dir kommunizieren. Oder mit euch, falls ihr mehrere seid. Wir sind nur neugierig. Das war ich. Ist jemand hier, der nichts mit der Burgruine zu tun hat? Möchtest du uns deinen Namen verraten? Auch ich, sorry. Ich weiß irgendwie nicht, wie ich stehen soll. Mhm. Ach du Scheiße. Wie ist dein Name? Kannst du uns sagen, wann du gestorben bist? Sorry. Scheint irgendwie nicht mehr da zu sein, oder? Es bewegt sich auch nichts mehr, sorry. Wurdest du hier hingerichtet? Du das? Ja, ich habe mich bewegt. Okay. Wurdest du hier hingerichtet? Wir wissen, dass du hier hingerichtet worden bist. War da gerade irgendwas an meiner rechten Schulter? Sorry, das war ich. Okay. Nein, ja, ganz ehrlich, stell mal vor, du hast jetzt Nein gesagt. Boah, sorry. Ja, was denn? Ja, tut mir leid. Ich glaube, ich hätte erst mal um mich geschlagen. Ich dachte, das gemerkt hätte. Du wächst mich doch hier schon die ganze Zeit. Ja, okay.
Wie hieß er nochmal? Wirklich? Saskia? Friedrich von Isenberg. Friedrich von Isenberg, bist du hier? Bewegt sich das? Ich bin das. Das links ist mein schwacher Arm. Okay. Friedrich von Isenberg. Bist du hier? Wachst du über diese Burg noch? Wenn ja, kommuniziere doch bitte mit uns. Ach du Sch... Das ist nicht im Ernst jetzt, ne? Bis auf nichts. Wenn hier noch jemand über diese Burg wacht, dann bewege die Planschette bitte eindeutig auf Yes. Steht doch Yes auf der Dingens, oder steht da Ja? Yes, ne? Oder? Ja, da steht Yes. Okay. Ich glaube, das ist immer auf Englisch, meine ich. Die Borderse. Friedrich von Isenberg, bist das du, der mit uns kommuniziert? Bitte bewege die Planschette auf Yes. Jemand, eine Seele von außerhalb hier, die gerade mit uns kommunizieren will. Sorry, ich berühre dich manchmal, ne? Ja, mach nix. Nicht, dass du mich schlägst. Drücken. Ich weiß nicht, ob so durch das jetzt anhört, ob wir nicht zu viele Nebengespräche führen. Also ich auch, also. Sorry. Also ich glaube tatsächlich, jetzt wurde auch schon öfters jetzt reingeschrieben, dass die Musik und dass die andere Leute sind, ja, macht viel aus. Das macht sehr viel aus. Und man hört die ganze Zeit Musik, Autos und so weiter. Mhm. Vielleicht ist heute nicht der Tag. Vielleicht müssen wir irgendwann nochmal wiederkommen um 3 Uhr nachts. Also wenn wirklich keine Menschenseele hier ist, um das dann nochmal zu probieren. Weil ich habe das Gefühl, hier ist etwas. Ja. Aber irgendwie, es ist so ganz schwammig. Ich frage nochmal, ist eine Präsenz hier? Bitte bewege die Planschette auf Yes. Bist das du, Friedrich von Isenberg? Hast du gerade die Planschette bewegt? Bist du hier erhängt worden, Friedrich von Isenberg? Ist hier jemand hingerichtet worden? Möchtest du noch mal fragen? Ja, ich muss mal eben gerade ein bisschen entspannen. Ich habe echt das Gefühl, das hat was mit diesem Friedrich von Isenberg zu tun, weil die ersten zwei Male, wo ich in der ersten Sitzung gefragt habe, hat sich's bewegt, nachdem ich nach dem Namen gefragt habe. Und dann habe ich jetzt nach Friedrich von Isenberg gefragt und es hat sich auch auf jeden Fall eindeutig bewegt. Kannst du uns sagen, wann du gestorben bist? Oh, hier riecht's verbrannt, ey. Lea, kannst du mal bitte kurz an meinem Arm gucken? Ich glaube, da krabbelt irgendwas. Hier? Ja. Nee. Gut. Aber da war gerade auch so ein Schneider oder so. Okay, irgendwas hat mich angeflogen. Sorry. Sollen wir die Sitzung beenden? Was meinst du? Ich finde es generell schwierig mit der Musik, mit den Leuten, die hier sind. Es ist sehr schwierig. Man hat hier so nicht richtig seine Ruhe. Ja, wenn du sagst. Ich frage noch ein letztes Mal. Friedrich von Isenberg, bist du hier? Wir bitten dich, kommunizier mit uns. Möchtest du nicht mit uns kommunizieren? Dann geh bitte auf Nein. Dann lassen wir dich in Ruhe. Okay. Dann bedanken wir uns trotzdem für die Kommunikation. Vielen lieben Dank. Danke. Und sagen dann
Tschüss. Vielleicht möchtest du ja die Planchette auf Goodbye bewegen. Tschüss. Tschüss. Dann bewegen wir jetzt. Hoch? Ja, okay. Ach du Kacke. Ich hasse es, weil ich gehe nach jeder paranormalen Untersuchung, gehe ich dümmer raus als vorher. Und mit mehr Fragen und noch fragwürdiger. Warum, wenn ich nach Friedrich von Isenberg frage, bewegt sich das Ding komplett und danach gar nicht mehr? Ich kann es ja nicht sagen. Ich weiß es nicht. Freunde. Hier riecht es nach Durchfall. Ja, ne? Hat sich einer eingeschissen? Sorry. Das riecht wirklich komisch, ne? Riecht das komisch. Ich bin nicht die Einzige, die das riecht, oder? Ich riech nichts. Aber doch, das riecht voll komisch. Wirklich. Ja. Das habe ich aber gerade schon kurz bevor ihr Ende gemacht. Da ich so, was ist das? Okay. Leute, ey, ohne Mist. Ich würde sagen, das war die letzte Sitzung an der Stelle. Wir haben jetzt alles ausprobiert, von mit dem EMF versuchen zu kommunizieren, bis hin zu Ghost Radios, bis hin zu dem Ouija-Brett. Aber irgendwie, teilweise sind Dinge passiert, teilweise nicht. Ihr könnt ja mal reinschreiben jetzt gerade. Was denn? Ich muss nur mit den Kommentaren lachen. Die gehen auf mich ein, als ich im Hotel auf Klo war. Wir reden alle hier vom Berghans 14 und Berghans. Vielleicht Berghans, hast du einen Durchfall in die Hose gemacht? Ja, jetzt komm mal in die Kamera. Willst du Leute, ey, ganz ehrlich. Nein. Man darf auch nicht zu streng sein. Du hast ein bisschen Angst gehabt, ne? Ist doch okay, hey, spendet ein bisschen für Windeln, ne? Dann schenke ich dir die. Hey, ist doch okay. Wir alle hatten Angst. Schon irgendwie süß, die beiden, ne? Wie so ein altes Ehepaar. Ehrlich. Geh mal bitte aus dem Bett. Leute, ey, ich würde sagen, an der Stelle beenden wir den Stream. Es war sehr spannend, aber ich glaube, also ihr könnt ja mal reinschreiben, sowieso, denkt ihr, dass es hier spukt? Das ist die erste Frage, die ich an euch habe. Denkt ihr, dass es hier irgendwas Paranormales sein könnte? Schreibt es mal rein. Also ich zumindest glaube, dass hier was sein könnte. Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe da ein paar Mal das Gefühl gehabt, dass wir mit irgendwas kommunizieren, ob es da hinten im Wald war oder ob es hier war. Ich habe das Gefühl, hier könnte was sein. Aber ich glaube auch, dass die ganze Ambiente mit der Musik da hinten, dieser Party, die da jetzt schon läuft, immer wieder Leute, die hier ein- und ausgehen, dass das nicht ganz funktioniert. Deswegen, das könnte ich mir vorstellen. Da müssen wir vielleicht tatsächlich irgendwann mal 1-2 Uhr nachts, wenn wirklich niemand hier ist. Was schreiben die Leute? Ihr müsst... jetzt ist mir zu viel. Die schreiben dann immer am Ende so viel. War echt spannend. Könnt ihr spuken, bin mir nicht ganz sicher. Aber schon möglich, Leon. Wir wollen auf jeden Fall, dass du nochmal nachts hingehst. Okay. Ja, danke für den Stream, ihr Süßen. Okay. Vielleicht ist der Geist kein Partylöwe. Das kann sein. Ja, ey, ganz ehrlich, ich würde sagen, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir hier gewesen sind, weil das fand ich jetzt schon besonders und hinten im Wald fand ich es auch besonders. Ich finde die Location generell ganz interessant. Wird bestimmt nicht das letzte Mal gewesen sein. Leute, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich danke euch, dass ihr mitgemacht habt. Vor allen Dingen, ich will nicht wissen, wie dein Arm wehtut, Schatz. Alles gut? Die sind schon abgestorben. Ich sag's dir, ich fühle gar nichts mehr, Kälte, nichts mehr. Oh mein Gott. Das war wie in dem Regen bei deinem Video. Es tut mir gerade voll leid jetzt irgendwie. Nein, alles gut. Okay, Leute, alles gut. Ohne Scheiß, wir sehen uns im nächsten Mysteries wieder oder im nächsten Video. Das nächste Video ist schon geschnitten. Da gehen wir zu einer verlassenen Kirche. Ja, ist nur noch die Frage, wie lange YouTube braucht, um das Ganze zu monetarisieren, bis dann endlich der Upload kommt. Vielleicht schaffe ich es bis... Super! Ja, stark, ja. Vielleicht schaffe ich es bis... Ganz vielleicht stark, nice, kommt Ende. Samstag, vielleicht auch nicht. Ich halte euch auf dem Laufenden auf Instagram. Und ja, Leute, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Danke für die ganzen Spenden und für die Mitglieder. Ihr seid die geilsten. Und ich freue mich, wenn wir das nächste Mal was machen. Tschüsschen. Ciao, ciao. Du kannst es auf Beenden. Sag tschüss. Ciao, Leute. Tschüss. Tschüss. So, stopps.